Willkommen nochmal von meiner Seite nochmal. Genau, Kubernetes Lessons Learned in der User Group. Genau, den ganzen Intro-Kram hatten wir im Wesentlichen schon. Wie gesagt, ich bin Mitgründer und CTO oder Technical Officer von Zenstorm. Ich bin Neos Team Member. Früher war ich im Typ 3 Kernteam. Bin schon seit sehr vielen Jahren im Open Source Bereich aktiv, mittlerweile seit über 15 Jahren. Bin gerade 31, habe einen Sohn, der ist 2 Jahre alt, hält mich da auf Trab. Die Kinder haben das kennen. Ich interessiere mich für ziemlich viele Sachen: skalierbare Architektur, PHP, Java, Ruby, Kotlin, Go. Frontend-mäßig JavaScript, TypeScript, vor allem React mittlerweile. Dann, worum es heute sehr viel gehen wird: DevOps, Ansible, Docker und Kubernetes. Also die letzten beiden Themen: Docker und Kubernetes. Und habe halt in der Zeit jetzt aber mittlerweile schon relativ viel breiten Sachen gesehen. Genau, was mich interessieren würde, ein bisschen von euch. Ich hatte eigentlich gedacht, wir machen jetzt eine Vorstellungsrunde, aber jetzt sind wir nicht 15 Leute, sondern glaube ich 25 oder so. Da würde ich das mal mit einem Handzeichen machen, damit das jetzt nie unendlich ausartet. Also mich würde mal interessieren, wer ist denn so Backend-Entwickler in seinem täglichen Leben? Okay, die allermeisten. Ist jemand Frontend-Entwickler? Okay, dann mal gut. Wer hat denn Docker-Know-how? Wer nutzt es jeden Tag? Wer kann Docker-File schreiben? Docker Compose Setup bauen. Wer nutzt es produktiv? Also im Sinne von zum Deployen zum Kunden? Okay. Wir machen dasselbe Spiel nochmal mit Kubernetes. Also wer hat es schon Docker Swarm wäre noch als. Oder Docker Swarm, ja? Okay, cool. Gut, super. Genau, wer hat denn Kubernetes schon mal gehört? Fangen wir mal wieder so an. Wer hat es schon mal ausprobiert? Wer hat es auf irgendeiner Testinstanz oder auf irgendeiner Instanz laufen? Wer hat es produktiv laufen? Okay, gut. Also nur, dass ich ein bisschen weiß, wo ich einsteigen kann und soll. Das ist jetzt relativ interaktiv gedacht. Also sprich, ich habe jetzt hier nicht unendlich viele Folien vorbereitet. Das ist jetzt eher so ein bisschen Motivation. Ich würde euch dann relativ schnell quasi absteigen in das Konkrete, wie wir das machen und das einfach mal zeigen. Bitte unterbrecht mich, wenn ich zu schnell bin, wenn ich zu langsam bin. Na, also bitte stellt Fragen. Dafür ist das Format ja super und auch gedacht. Wie gesagt, es gibt da nichts, was nicht gefragt werden darf. Ich würde einfach mal ein bisschen so intromäßig anfangen mit den Zielen, die wir hatten, als wir uns oft eine Suche nach irgendeiner Plattform gemacht haben. Ne? Vor vielen Jahren haben wir halt genauso, wie wahrscheinlich viele andere auch, wir hatten halt einen Server, da haben wir verschiedene V-Hosts drauf gehabt, verschiedene Applikationen drauf gehabt. Die meisten waren PHP-basiert, aber halt nicht ganz alle. Und man fängt halt da irgendwie so ein bisschen an. Und irgendwann hatten wir so Szenarien, wo wir quasi die ersten Anwendungen brauchten die verschiedenen Systeme. Also man hatte PHP 7.1 und PHP 7.3 gebraucht. Manche Systeme haben JVM und Redis gebraucht und Elasticsearch, also ganz anderen Stack sozusagen. Und das wird natürlich auf einem Server immer ein bisschen chaotisch. Wir haben dann früher mit Chef ganz viel, also eine Weile was gemacht, dann mit Ansible relativ viel. Wir nutzen Ansible auch immer noch für jetzt diesen eigentlichen Low-Level-Server, ich sag mal Installationskram sozusagen, aber nicht mehr für die High-Level-Sachen. Dann gab es mal eine ganz kurze Vagrant-Phase, also diese wirklichen echten VMs. Und dann kam aber halt Docker relativ schnell. Fangen wir vielleicht mal damit an. Das ist dann der Unterschied zwischen zum Beispiel einer VM, zum Beispiel mit Vagrant oder VirtualBox und versus Docker. Mag das mal jemand versuchen zu erklären oder mal mir ein paar Worte zuzuwerfen und dann versuchen wir das mal kurz aufzubauen. Also was sind Gemeinsamkeiten und was sind Unterschiede? Beide virtualisieren irgendwie, ja. Der eine VM, der andere im Container. Ja, was ist der Unterschied? Dass das Betriebssystem vom Prinzip her bei dem einen komplett hochfährt, beim anderen nur über Hypervisor zumindest. Genau, ne? Also, in dem Fall hast du quasi einen eigenen Kernel, in dem Fall nicht. Ne? Also im Docker-Fall teile ich mir sozusagen den Kernel mit dem Host-System, habe aber darauf aufbauend eigentlich alles mehr oder weniger. Ja, wenn du Vagrant mit Xen machst, hast du auch immer dieselbe Kernel. Also so kannst du die unterscheiden. Ja, nicht, nicht so schwarz auf weiß, ne? Aber wenn wir jetzt mal. Es gibt noch einen wichtigen Unterschied. Eine VM ist stärker gekapselt als ein Docker-Container. Also aus einem Docker-Container auszubrechen ist tendenziell leichter als aus einer VM auszubrechen. Das geht nicht so ganz pauschal zu sagen. Also da hat sich auch bei Docker ganz, ganz viel getan, aber es gab in der Vergangenheit ein paar Themen, die da durchaus relevant waren. Man muss aber auch sagen, Docker ist natürlich viel, viel neuer als jetzt Vagrant und Virtualisierung mit
mit den üblichen VMware und Co-Technologien. Ich glaube, der Hauptunterschied ist wirklich, dass eine VM Hardware virtuell baut. Genau. Ist ja nicht existent. Genau. Während Docker ja, ne? Genau, also genau. Die ich darauf benutze. Genau, also das ist, naja, das stimmt auch nicht so ganz, weil Virtualisierung, also mittlerweile Kernel-Extensions verwendet, also Extensions verwendet im Prozessor, sodass sozusagen das auch sehr, sehr schnell mittlerweile geht. Und genau, ein Docker ist im Prinzip um zwei Linux-Features gebaut und das sind Namespaces und C-Groups. Also Control Groups. Und diese beiden Features ermöglichen quasi eine Ressourcentrennung sozusagen. Also diese ermöglichen halt, Prozesse zu nehmen und sozusagen abzukapseln vom Rest der Welt nach gewissen Aspekten. Also zu sagen, hey, du kriegst ein eigenes Netzwerkbereich. Also du siehst die normalen Netzwerkinterfaces nicht, sondern halt spezielle Interfaces. Du siehst ein anderes Root-File-System beispielsweise. Ne? Das sind die beiden typischsten Dinge. Man kann aber genauso auch hingehen und es gibt, glaube ich, 6 oder 7 verschiedene Arten von sozusagen Arten, wie man das einsperrt. Und was Docker halt sozusagen out of the box erstmal mitbringt, ist eigentlich, wenn man es ausführt, halt eine vorkonfigurierte Art und Weise dieser Container, also dieser Namespace und C-Groups zusammen, die halt sozusagen die Illusion einer VM bieten, gewissermaßen. Ne? Also die halt so tun, also das sieht dann halt so aus von außen, dass es auch sozusagen eine extra Kiste ist. Es gibt einen Unterschied, ne? Wenn ich auf einer echten Virtualisierung jetzt zum Beispiel mal die Prozessliste angucke, dann sehe ich halt quasi nur ganz wenige Prozesse, weil dann halt sozusagen meine VM ein großer Prozess ist im Wesentlichen von außen betrachtet. Bei Docker sehe ich auf dem Host, also auf dem System, wo alles betrieben wird, alle Prozesse auch der einzelnen Namespaces sozusagen mit. Also da kann ich quasi in den Container direkt transparent reingucken, was Vor- und Nachteile hat, aber was halt dazu führt, dass man halt von außen auch relativ gut in den Container halt, also laufzeitmäßig reingucken kann. Genau. Wir haben nach einer Lösung gesucht damals, die eine hohe Packungsdichte ermöglicht, also die sozusagen diese verschiedenen Plattformen in verschiedenen Sprachen, in verschiedenen Ökosystemen ermöglicht. Und im Prinzip sind wir bei einer Art Plattform as a Service gelandet, wo man sich da nicht so richtig drum kümmern muss. Kennt jemand Heroku? Nutzt es jemand? Ich finde es unendlich teuer, aber eigentlich von der Grundidee sehr, sehr clever. Genau, also das Interessante bei Heroku ist, man kann quasi mit einem Git-Push auf eine spezielle URL quasi ein Deployment anstoßen. Das wird sozusagen eingepackt, gestartet und dann hat man sozusagen sehr, sehr einfach eine Umgebung, wo halt alles läuft. Wir haben bei uns nicht Heroku verwendet, weil wir, ich sag mal, das selber betreiben wollten. Wir haben ein System namens Doku verwendet. Das ist im Prinzip Platform as a Service auf einem einzelnen Host, kann man sehr, sehr einfach installieren, also es ist wirklich nur 3 Zeilen und dann läuft es auch und das hat, ich sag mal, das ist 90% von Heroku mit minus die Ausfallsicherheit, also wenn man halt nur einen physischen Server hat, aber damit kommt man extrem weit, also das heißt, wir haben das mehrere Jahre lang auch betrieben, hatten dann halt am Ende 3 von diesen Servern sozusagen, wo das jeweils lief. Man musste halt wissen, wo ist denn was sozusagen. Ja, aber wohl auf welche Version und auch wohl auf welche Anwendung sozusagen. Aber ich sag mal, das ist schon sehr, sehr nahe gekommen an einer Self-Service-Lösung, also wo halt wirklich jeder im Team eine neue Instanz hochschießen kann, ich habe hier ein Testprojekt, ich möchte das mal online bringen, wo man halt nicht mehr auf die Leute, die sich mit DevOps, Neudeutsch oder Ops auskennen, angewiesen ist, um irgendwas zu deployen. Ne? Da konnte das eigentlich jeder aus dem Team mit einem Git-Push in vielen Fällen. Ne? War halt schwierig reinzugreifen, irgendwie vom Gefühl her. Also das war genau. Ja, genau. Das war ja Magic, ne? Es läuft halt und es läuft nicht. Genau, aber es lief schon in sehr vielen Fällen ziemlich gut, muss man sagen. Also für den Aufwand, den man hatte, es einzurichten, lief es echt sehr, sehr problemlos. Also ein Standard-Neos-Projekt hochschießen ging halt relativ einfach. Genau, ne, weil das ist dann, ne, wenn man dann irgendwann weiß, worauf man achten muss, dann geht das eigentlich ganz gut. Aber das kann ich eigentlich immer noch sehr empfehlen. Also das ist, glaube ich, eine gute Einstiegsdroge in so eine Art Platform-as-a-Service-Welt. Wenn ich jetzt halt, also Kubernetes ist halt schon deutlich größer erstmal. So. Wie habt ihr das Problem da gelöst mit den Hostnames nach außen? Wir haben einfach DNS-Anträge gesetzt, quasi auf die Server quasi per Hand letztendlich. Okay, dann fand man quasi einen Nginx, der das auf die Boards gemappt hat. Doku kann schon hat schon eine Art Ingress-Funktion. Du kannst quasi in Doku konfigurieren, ich möchte einen bestimmten Hostname auf einem bestimmten Dienst sozusagen leiten. Also das konnten die schon ziemlich relativ lange, also muss man eine Weile mit Plugin noch installieren, aber das können die auch schon sehr, sehr lange, dass du quasi
dass du quasi das machen kannst. Ich glaube, auch Let's Encrypt hatten wir am Start, weiß ich gerade nicht mehr genau. Aber ich glaube dann später. Schon eine Weile her, ich glaube aber auch. Ja, das war gerade so die Zeit, wo das anfing zu kommen, sozusagen. Aber ich, also auch das, da gibt es auch Plugins für. Und also das kann ich, wie gesagt, trotzdem schon mal recht empfehlen. Ja, doch, doch, doch. Ja, deshalb waren auch die Domain-Konfigurationen der Container so wichtig. Ja, genau, genau, genau. Ja. So, und am Ende hatten wir so eine Konstellation. Wir hatten halt vier Server sozusagen. Und es gibt ein Ding, wenn ihr genau hinguckt, werdet ihr sehen, MySQL ist hier ganz schön oft auf der Liste drauf. Das liegt daran, dass bei Doku, so wie die das halt betrieben haben, man konnte auch sehr einfach ein neues MySQL sozusagen hochschießen und das auch mit der entsprechenden Instanz verknüpfen. Aber er hat halt wirklich einen echten MySQL-Server pro Instanz gestartet, was natürlich eine ziemlich krasse Ressourcenverschwendung ist, ne? Weil MySQL-Server halt nicht so leichtgewichtig ist unter Umständen, was halt auch dazu geführt hat, dass dieser Server halt, ich sag mal, relativ voll geworden ist. Und wir hatten auch das Problem, wir hatten mehr und mehr Server, wir wollten das halt anfangen. Also es war immer schwieriger zu erkennen, wo ist denn noch was frei, wie viel, also uns hat so diese globale Visibilität halt gefehlt sozusagen. Ne? Und das war dann der Zeitpunkt, wo wir uns dann auch mal Kubernetes genauer angeguckt haben. Also man muss dazu sagen, ich habe Kubernetes relativ lange, also für meine Verhältnisse relativ lange einen Bogen drum gemacht, würde ich sagen, weil ich das Gefühl hatte, oh, da passiert so viel Magic, da passieren Dinge und ich verstehe sie eigentlich gar nicht so richtig. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, es ist schon mit einer Lernkurve verbunden, aber es geht schon in der Regel sehr, sehr stabil, muss man erstaunlicherweise sagen, obwohl es sehr viele bewegliche Teile hat. Und wo wir quasi hin wollten und auch gerade sind, infrastrukturmäßig, ist, wir haben quasi, gucken wir uns erstmal die oberen beiden Server an. Wir haben quasi auf dem physischen Server letztendlich Kubernetes installiert. Wie genau, werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Dort laufen sozusagen unsere Dienste, also die verschiedenen Anwendungen in verschiedenen PHP-Versionen oder die JVMs benötigen oder sowas. Und was wir gesagt haben, ist, die Datenbanken sollen bitte außerhalb von diesem Kubernetes liegen, die sollen quasi auf dem Blech liegen. Das hat einfach nur den Grund, dass ich halt wissen will, wo meine Daten liegen sozusagen im System. Ne? Und nach meinem Dafürhalten, dann können wir gerne nochmal später auch drüber reden, ist halt Kubernetes für Stateless, also für Stateful Workloads, also die vor allem Daten halten, geht es zwar schon, aber das ist nochmal einen ganzen Zacken schwieriger als halt Stateless Workloads, die ich halt einfach nur hochschließen muss sozusagen. Das heißt, Dateien, die Nutzer generieren, sind, legt ja auch raus? Ja, ja, aber da kommen wir noch drauf, wie genau. Ja. Und was man in Kubernetes halt braucht, man hat quasi ein Master-Slave-System, man hat sozusagen einen Kubernetes-Master, wo man halt sozusagen hinconnectet und der kann einem dann die Gesamtsicht auf das gesamte System geben. Und wir nutzen noch eine obskure Komponente namens Rancher, da werde ich gleich was zu, sagen. Genau, das ist eigentlich so der Einstiegsteil, wo ich gerne, was ich jetzt sozusagen erstmal als Präsentation habe, den Rest würde ich jetzt ein bisschen interaktiver machen wollen. Ganz gerne. Vielleicht fangen wir mal so an, mir fällt es ein bisschen schwer zu wissen, auf welche Teile ich wie stark eingehen soll. Wollt ihr mir mal Begriffe zuwerfen, die ihr im Kontext Kubernetes mal gehört habt? Und dann würde ich versuchen, dass wir die dann ein bisschen in ein Schema sozusagen packen. Und auf die Art und Weise kriege ich, glaube ich, ganz gut mit, was sind Dinge, wo wir Schwerpunkte setzen oder wo nicht. Ihr könnt auch sowas zurufen wie keine Ahnung, ist auch völlig okay. Ne? Also Pizza. Pizza. Deployment, Cell, Customize. Helm, ja. Group Control, Traffic, Ingress. Ingress, Letzten. Block Storage. Ja, Service. Prometheus oder Moment, Block Storage. Ah, ich muss mal eine andere Farbe nehmen. Viel besser. Ja? Andere? Der Auto-Interfops. Ja? Volumes. Volumes, ja. Operator. Pod. Pod, ja. Pod. Node. Node, ja. Und Cluster. Ja, ist schön. Dateifolge.
Ja, das ist schon wichtig. Deployment. Deployment, ja. Muss man nicht noch die Resources definieren? Secrets. PVC. Ich glaube, Block Storage könnte ich mal machen. Ja, gut. Ich würde jetzt mal vorschlagen, ich würde jetzt mal Folgendes probieren. Ich würde jetzt mal versuchen, live ein Bild zu malen, und zwar hier in Draw.io, weil dann hat es den Vorteil, dann könnt ihr meine Sauklaue auch besser lesen. Das ist jetzt mal mein Notizblock sozusagen, und wir entwickeln jetzt hier zusammen mal so eine gemeinsame Sicht auf was ist Kubernetes, was sind die Einzelteile, die da eine Rolle spielen. Ich würde einfach mal anfangen und dann, wie gesagt, bitte stellt viele Fragen, Dinge, wo ich zu schnell bin, wenn was unklar ist, wenn ich irgendwie Chinesisch rede. Ich würde mal mit der ersten, genau was ganz oben steht, Cluster und Node anfangen. Das ist, glaube ich, ganz guter Startpunkt. So, ein Cluster ist, ich denke, das ist, da haben alle eine relativ intuitive Vorstellung, was das ist. Ne? Das ist sozusagen die Menge aller das Gesamtkonstrukt sozusagen, der gesamte, alles was läuft, alle Anwendungen, die sozusagen in meinem System sind, ne, das ist ein Cluster, wie man das auch von dem her erwarten würde. Der Cluster besteht physisch aus Nodes, also Nodes sind quasi meine Compute-Knoten, das sind meine Dinge, wo wirklich was betrieben wird, ne, das heißt, das sind sozusagen meine Server letztendlich, die was sind. Es gibt zwei Arten von Servern grundsätzlich. Es gibt quasi die, es gibt die Master-Server und es gibt die die Worker oder Slaves. Das sind quasi die beiden Arten, die es gibt. Die minimale Konfiguration ist ein Master und ein Slave, oder man kann die auch teilweise auf einem Server betreiben, wenn man möchte, was auch für kleine Deployments durchaus funktionieren kann. Wir haben einen Master und zwei Slaves momentan produktiv und nochmal dasselbe hier im Lab rumstehen, sozusagen zum Rumspielen. Genau. So. Gut, also das heißt, diese Seite ist sozusagen mal die physische Infrastruktur, die wir jetzt gerade besprochen oder die wir jetzt gerade haben. Die ist noch, sage ich mal, relativ, würde ich sagen, straightforward im Vergleich. Versuchen wir mal, die nächste Ebene zu machen. Was würdet ihr sagen, ist hier ein ganz zentraler Begriff sozusagen, den wir jetzt noch nie... Pod. Der Pod, genau. So, ein Pod. Was ist ein Pod? Also, im Prinzip kann man sagen, das ist eine Art Prozess. Also es ist auch eine Menge von Gruppe von Prozessen. Also ich würde mal hinschreiben, Prozessgruppe, aka Menge von Docker-Containern. Nur Container, besser gesagt. Mhm. Und nur von Container. Ja. Ja, muss nie Docker sein. Das ist auch drin. Ja. So, genau. Wichtig ist, also ein Container ist genauso was wir vorhin diskutiert haben. Ne? Das ist sozusagen, also was ganz häufig ist, ist, dass man erstmal nur einen Container innerhalb eines Pods hat sozusagen. Man kann auch mehrere hier reinpacken sozusagen. Der Witz ist, die werden immer gemeinsam zusammen, also bewegt sozusagen. Ne? Die sind auf, das ist sozusagen wie dasselbe, also das ist wie halt zwei Prozesse, die nebeneinander laufen. Die sehen sich auch, die sehen sich im Prozess-Namespace, die können über Local Host miteinander kommunizieren, wie als ob sie auf derselben Maschine wären sozusagen. Das heißt, wie gesagt, das ist im Prinzip wie ein Prozess. Sidecar. Genau, würde ich mal kurz auf die Liste schreiben. So, wie ihr weißt, was so ein bisschen welche. Genau. Oh ja, die ist hier. So, gut. Jetzt zoomen wir mal ein Stück raus. So ein Pod ist noch nicht sonderlich viel wert, weil ein Pod nur dafür sorgt, dass sozusagen. Also der ist erstmal temporär, also den starte ich und dann läuft der und irgendwann, wenn der Server wegfliegt, dann ist der halt wieder weg sozusagen. Dann wird der auch nicht automatisch gestartet erstmal. Das ist sozusagen erstmal was rein temporäres. Das heißt, was wir brauchen, ist irgendwas, ist im Prinzip so eine Art Supervisor, ne? Ein Ding, was sagt, bitte halt mich online. Ja, sorgt dafür, dass ich mal da bin und das ist das. Das ist das Replikaset. Replikaset in Klammern Supervisor.
Das heißt, das Replica-Set, der Job des Replica-Sets ist es letztendlich, hält Pods online. Das führt dann dazu, wenn jetzt ein Pod wegfliegt, aus welchen Gründen auch immer, dann sorgt das Replica-Set dafür, dass es wieder gestartet wird. Ja, dass das, wieder von das geht aber auch mit einem Pod im Scheduler. Also wenn ich ihm sage, der soll laufen, dann soll er laufen. Wenn der Scheduler merkt, der läuft nicht mehr, dann zieht er den Pod mal hoch. Ich nicht zwingend das Replica-Set. Auch über Nordgrenzen hinweg? Naja, die verteilt er dann. Wenn es bloß ein Pod ist, dann verteilt er das irgendwo hin. Bist du sicher? Weil nach meinem Dafürhalten ist es so, dass du dafür ein Replika, also das ist, glaube ich, innerhalb eines Nodes kann das sein, dass er wieder hochkommt, aber dass du, wenn du Node, also wenn du zwei Nodes im Spiel hast und willst, dass es dann umverteilt wird, müsstest du, glaube ich, ein Replika-Set benötigen. Ich bin ganz täuschen. Aber kann durchaus sein, dass ich es so falsch im Kopf habe. Genau. Jetzt haben wir noch eine Ebene oben drüber und die ist eigentlich wieder die richtig, richtig wichtige. Und zwar, das ist die Ebene des Deployments. So. Und im Deployment, da geht es quasi darum, wie update ich meinen Dienst. Also wie komme ich sozusagen von Zustand, also wenn ich jetzt eine neue Version meines Dienstes habe, wie komme ich sozusagen von Zustand A zu Zustand B? Ja? So, und was also dieses Deployment macht, ist nach bestimmten Strategien, also gibt es verschiedene Rolling Updates und so weiter, das erstellt quasi ein neues, also wenn ich mit einer neuen Version um die Ecke komme von meinem Container, dann erstellt es quasi ein neues Replica-Set, startet neue Pods und nach gewissen Kriterien räumt er dann die alten sozusagen auch schrittweise wieder weg. Und das ist also sozusagen ein sehr zentrales Konstrukt. Man arbeitet also meistens mit einem Deployment und dann entsteht automatisch daraus ein Replica-Set und ein Pod. Wie das genau aussieht, würde ich gleich mal versuchen zu illustrieren, weil das ein ganz, ganz zentrales Konstrukt ist in Kubernetes. Vielleicht erst mal ganz kurz gezeigt, wie sowas aussieht. Ich zeige einfach mal ein Deployment bei uns in der Config, weil da sieht man das ganz gut. Genau, zu dem Rancher und so würde ich dann gleich noch was sagen später, nachdem wir ein bisschen die Basics gemacht haben. Man kann, das ist im Prinzip einfach nur eine Nutzeroberfläche für Kubernetes, kann man mal ganz grob sagen. Schön vereinfacht. So. Ist das schlimm? So, genau. Ich wollte gerne dieses, ich lade es mal runter, dann kann man es in einer vernünftigen IDE angucken. So. Also, wie sieht sowas aus? Ich räume das mal ein bisschen auf, weil hier steht viel Müll drin, also was jetzt nicht so, was mal ablenkt. Also, was steht hier drin? Das geht schon aus. So. Also grundsätzlich ist es so, Kubernetes wird immer über YAML-Dateien konfiguriert, das sind diese sogenannten Manifeste. So ein Manifest hat immer, oder so ein, hat diese Dinge, die man da konfiguriert, die haben immer einen bestimmten Typ, das hätte hier kein Deployment. Und es ist nicht nur der Typ relevant, sondern die Version plus Kind. Also sozusagen, das ist so eine Art Namespace hier, Apps V1 sozusagen. Das ist wie eine Art Namespace zu sehen. Das heißt, der vollständige Typ ist sozusagen Apps V1 Deployment, wenn man es mal so betrachtet. Und dann hat jedes oder fast jedes dieser Dinge, dieser Artefakte zwei Bereiche, nämlich einen Metadatenbereich, der sieht für alle Elemente gleich aus, also ist sozusagen immer nach den gleichen Spielregeln aufgebaut, und einen Spec für Specification-Bereich, der ist halt spezifisch je nach Datentyp. Also der sieht für ein Deployment anders aus als für ein Pod, als für ein Replica-Set und so weiter. Und da ist quasi definiert, halt je nach Datentyp, was man da einstellen kann. Kurz auf die Metadaten eingegangen. Die Metadaten, jedes Ding hat einen Namen und einen Namespace. Namespace hatten wir lustigerweise noch gar nicht. Namespace sind sozusagen so die groben Kategorien, in denen wir sozusagen denken. Das heißt, man hat typischerweise für eine Anwendung einen Namespace. Man kann das auch anders partitionieren, aber das ist sozusagen, da sagt man erstmal Kubernetes, hey, dieses Zeug gehört grob zusammen. Mal ganz simpel gesagt. Für eine Instanz der Anwendung. Für eine Instanz der Anwendung kann, aber muss man nicht so machen. Das ist jetzt wieder genau die Frage. Man kann auch in einem Namespace mehrere, also sozusagen Staging und Pod parallel zum Beispiel reinmachen, aber wir nutzen es auch so, dass wir quasi eine Instanz einer Anwendung in einem Namespace haben. Genau, weil das sozusagen so dieses Ding ist, wo man eine Kiste drumherum machen kann, den Namen dran kleben kann und so weiter. Ich habe keine getrennten Klassen. Für was jetzt? Für Pod und Stage.
Nur Namespace getrennt. Ja und nein, also für jetzt ganz Spieldev haben wir schon einen getrennten Cluster für alles, was sozusagen Staging und ist. Wir haben, man muss sagen, also ne, wir sind ein kleines mittelständisches Unternehmen, wir hosten in der Regel auch nicht viel selber. Also wir betreuen Hosting bei vielen, also bei einigen anderen Kunden und die nutzen teilweise auch große Kubernetes-Cluster dafür. Aber wir hosten eigentlich nur kleinere Seiten, muss man dazu sagen. Ne? Das sind wir gerade im Überlegen, ob sich das mal ändern sollte, aber jetzt gerade ist es der Fall. Also wir haben halt einen Haufen interner Dienste, die wir für den Betrieb der Firma brauchen, sage ich mal. Genau. Also für unkritische Dienste laufen Staging und Production im gleichen. Genau, genau. Die haben dann einen eigenen Namespace, ist gesagt, und die haben einen eigenen Namespace, genau. Genau, genau. So. Wenn die halt down sind, dann ist das. Genau, passiert aber sehr selten. Ich habe gesehen, dass so Last quasi wieder überspannt. Ja, das, genau. Das Problem haben wir aktuell nicht. Also man muss auch dazu sagen, genau, Last ist ein gutes Thema. Also wir haben eigentlich fast keine Lastprobleme momentan, weil wir. Also für uns ist das Entscheidende, dass wir quasi viele verschiedenartige Anwendungen auf einem System packen können, ne? Aber auf einem Server mit irgendwie 64 GB RAM und 32 Cores, da kannst du schon ran, ganz schön viel drauf packen, bis der mal an irgendein Limit kommt sozusagen. Ne? Das ist, da geht schon relativ viel drauf. Genau, es gibt noch sowas wie Labels, da werden wir später noch drauf zurechtkommen, was das sind. Das sind so eine Art Tags, kann man sich das vorstellen, erstmal für die Ressourcen, wofür man die braucht, werden wir das sehen. Vielleicht noch als Kontext, also die richtig großen Kundenprojekte sind dann Kunden gehostet. Genau. Die haben dann eine entsprechende Infrastruktur, genau. Wo das getrennt ist. Die haben, genau, die haben auch deutlich größere Kundenprojekte. Genau. Ja. Für uns ist das auch ein Tool, da Wissen aufzubauen, also sich halt dieser Technologie, genau, auszusetzen. Genau. Um die dann wieder an einen anderen verkaufen zu können, auch das Wissen darüber. Genau. So, und was wir quasi jetzt sehen, ne, in der Spec ist quasi jetzt für ein Deployment, da kann ich erstmal einstellen, wie viele Replikas möchte ich haben, also wie oft möchte ich das Ding verteilt im System teilweise haben. Ich kann sowas sagen, wie soll ein Update passieren, Rolling Update, oder es gibt ein paar andere Optionen da. Und ich kann ein Template festlegen und das Template wiederum ist jetzt quasi ein verschachteltes Replika-Set. Ja, also das heißt, in dem Fall ist es halt so definiert, dass sozusagen in einem Deployment ein paar Außeninformationen drinstehen und halt ein Replika-Set, eine Replika-Set-Vorlage, kann man sagen. Ja, und in dieser Replika-Set-Vorlage finden wir dann wiederum dann den eigentlichen, die Container-Spezifikationen, die wir hier halt sehen. Ne? Also dies hier ist Spec-Containers. Da haben wir jetzt letztendlich dann irgendwelche Umgebungsvariablen, die wir jetzt auf den Container setzen wollen. Die haben irgendwelche Volumes, die gemountet sind. Wie gesagt, Details würde ich noch erklären. Entscheidend ist, irgendwo steht auch noch drin, ich glaube, blind. Da müsste auch stehen, welchen Container, also welchen Docker-Container wir eigentlich nehmen sollen. Ach nee, das ist hier drin. Ah, Moment, stopp, hier. Genau, Image hier ist es zum Beispiel. Also hier ist quasi auch das Docker-Image, was letztendlich eigentlich ausgeführt wird, sozusagen erkennbar hier an. Genau. So, und die Kunst beim Betrieb von Kubernetes, aber gut, da würde ich noch zu kommen. Ich würde jetzt erstmal die Basics mal rund machen. Ich würde mal eine Notiz machen wir später. Genau. Also was wir bis jetzt haben, ist, wir können sozusagen Dienste betreiben in unserem System. Wir können einfach Zeug online, also wir können erstmal Zeug dafür sorgen, dass es nicht ausgeht. So, aber wir können es noch nicht von außen erreichen. Das ist noch nicht so schön, noch nicht so hilfreich. Genau, weiß schon jemand, welche nächsten beiden Begriffe wir halt brauchen? Also genau, das wäre jetzt sozusagen die Sicht. Ingress und Service. Ja, das ist schon mal, finde ich, nehme ich beide. So, das wäre also die Sicht sozusagen, ich möchte Prozesse online halten. Und jetzt haben wir die Sicht, ich möchte Dinge von außen sichtbar machen oder ich möchte meine Service oder meine Pods per HTTP erreichbar machen. Das wäre jetzt sozusagen der andere Konzern. S. So. Und da haben wir zwei Konzepte. Ich fange mal mit dem Service an. Und zwar ist ein Service
Also man denkt immer, das lebt, aber eigentlich tut es das gar nicht. Service, also was man wissen muss, jedes Port hat eine IP-Adresse, ja, in einem internen Netz quasi. Diese IP-Adresse ändert sich aber immer, wenn dieser Port mal runterfällt und wieder online kommt beispielsweise. Also die ist was sehr Temporäres sozusagen. Ja. Und das ist natürlich unpraktisch, wenn man jetzt was dauerhaft betreiben will, wenn sich ständig irgendwelche IP-Adressen in meinem Netz ändern. Deshalb brauche ich irgendwo mal so einen stabilen Haken, wo ich sagen kann, yo, das ist das Ding, das ist die IP-Adresse, die bitte... die ich nehmen kann, um auf mein Endgerät sozusagen zu kommen. So, das ist ein Service. Ein Service ist sozusagen stabile virtuelle IP-Adresse für Menge von Pots. Man könnte auch alternativ sagen, das ist quasi ein Layer 3 Load Balancer. Ist das nicht das, was unser Minecraft-Server aktuell fehlt? Ich wüsste nicht, was er eigentlich hat, ehrlich gesagt. Und es gibt, das ist vielleicht noch wichtig, es gibt verschiedene Arten von Services, also die sind alle vom Typ Service, aber man kann quasi sagen, hey, das ist nur eine Cluster-interne IP, das ist eine der Spielvarianten. Also man kann zum Beispiel sagen, genau, Cluster-intern, dann kann ich die quasi nur von anderen Pods erreichen. Es gibt auch eine Spielvariante, wo ich sage, ich glaube, Node-Port heißt es, glaube ich, da wird sozusagen auf jedem der physischen Server, also quasi... jedem der Nodes wird ein neuer, echter Port nach außen geöffnet sozusagen und da ist dann mein Dienst erreichbar, also auf irgendeinem Port 3000, 30.000 irgendwas oder wie auch immer. Ne? Das, genau. Und das ist sozusagen das erste Mal, also mit Node-Port wäre es das erste Mal, wie ich sozusagen wirklich von ganz außen auf meinen Dienst käme. Ne? Also ich könnte Node-Port schalten und dann hätte ich damit einen direkten Layer 3 Zugriff zu meinem Port quasi, also kann TCP halt auf diesen Port halt drauf machen. So, und jetzt ist es natürlich so, das ist irgendwie nie so ganz praktisch. Wir würden gerne per irgendwie URL auf sowas zugreifen können. Ne? Und ich habe nicht für jeden meiner Dienste eine eigene IPv4-Adresse. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das kriegt man eigentlich nicht mehr so wirklich durch. Das heißt, was wir brauchen, ist, wir brauchen irgendeine Möglichkeit von Name-Based Routing. Also quasi, ne, abhängig davon, welche URL wir aufrufen möchten, wir bei Dienst A oder Dienst B landen. Und das ist ja im Prinzip das, was ein Reverse-Proxy typischerweise macht. Ne? Also Nginx nutzt ihr hoffentlich viele. Nginx, Apache auch noch. Ja, gut, aber ja. Also, ne? Also das heißt, wir brauchen quasi einen Layer 7 HTTP Load Balancer in Klammern, beispielsweise Nginx. So, und das ist im Prinzip, das ist der Ingress. Der Ingress ist quasi die Konfiguration für diesen Load Balancer. Das heißt, was man jetzt in so einem Ingress definieren kann, ist, man kann halt sagen, eine bestimmte externe URL soll bitte auf einem bestimmten Service landen und dann wird das über diesen Service, kommt es am Ende zu unserem Pod. Ne? Das ist eigentlich sozusagen die Kette, die wir quasi konfigurieren. Und was der Ingress auch noch machen kann, und das ist ganz wichtig, ist SSL-Terminierung. Also da kann man auch an dieser Stelle SSL-Terminierung und auch Let's Encrypt. Das heißt, der kann auch, wenn man das richtig einstellt, auch sozusagen neue SSL-Zertifikate ausstellen, automatisiert und halt die auch automatisch renewen und so weiter. Genau. So, also das ist, glaube ich, jetzt schon mal, also mit diesem Modell kommt man schon sehr, sehr weit. Das ist noch bei weitem nicht vollständig, also es gibt, ich weiß nicht, ich muss jetzt lügen, ich weiß nicht genau, wie viele, also ne, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, ich sag mal, Ressourcentypen mal kennengelernt. Kubernetes hat mindestens 20, ich weiß es gerade gar nicht genau, wahrscheinlich eher deutlich mehr. Genau, weil, aber man braucht, also die Kunst, wenn man Kubernetes in einem kleineren Stil einsetzen will, ist eigentlich erstmal zu wissen, was muss man weglassen, was kann man weglassen, was ist sozusagen nicht so kritisch, was sind Trade-offs, die ich machen kann, und da werde ich dann auch gleich noch drauf eingehen, was die Trade-offs in unserem Fall waren. Genau, was kann man sozusagen weglassen, damit das stabil und vernünftig funktioniert und man sich nicht tot konfiguriert. Erstmal soweit Fragen, Wünsche, Anmerkungen? Ich hatte noch eine Anmerkung. Ja. Zwar, das war schon eine sehr kompakte Zusammenfassung gerade eben, sehr schnell. Ich habe mich auch ein bisschen damit zu beschäftigen und versucht beim letzten Mal so ein paar vernünftige Quellen zu bekommen, wo man halt lernen kann, wie Kubernetes funktioniert. Ja. Da gibt es halt viele wuselige Sachen. Und was ich empfehlen kann, ist auf Udemy.com. Da gibt es einen Brad Fisher, das ist so ein Docker-Captain. Und der, das ist der, und der hat ziemlich viele Kurse, also wer mag, kann zum Beispiel auch mit Docker Swarm anfangen, wenn man generell in die ganze Containerwelt mal ein- oder Orchestrierungswelt eintauchen möchte.
Und die haben auch jetzt wieder gerade Aktionen, sag ich mal, wo man dann halt für den Kurs nicht 100 irgendwas zahlt, sondern halt nur 12 Euro. Ich habe 9 Euro bezahlt. Und den Kubernetes-Kurs, den er da jetzt gerade hat, also der neueste, den kann ich sehr empfehlen. Also der geht da wirklich noch detaillierter drauf ein, ist auch ein sehr guter Redner. Es macht auch viel Spaß, ihm zuzuhören. Kann ich nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Das ist ein guter Hinweis, genau. Also was ich auch noch hilfreich finde, also das ist, also Kubernetes.io, Learn Kubernetes Basics, das ist jetzt ein bisschen abgegriffen, aber es ist insofern interessant, weil dieses Tutorial, die haben ja immer so ein interaktives Tutorial, wo du quasi live einen echten Mini-Kubernetes-Cluster quasi kriegst, wo du jetzt hier direkt zum Rumspielen kannst sozusagen, webbasiert. Also das ist ganz gut, um also die ersten Gehversuche zu machen, immer so schön angeleitet über die ersten paar Schritte. Ja, also ich glaube, so eine Kombination aus, also es ist ja immer die Frage, was, wo man sozusagen drauf steht, auf welche Art und Weise. Wo man einsteigen möchte, weil das andere ist ja erstmal die blanke Theorie. Genau. Weil halt, wenn ich was deploy bei Kubernetes, ist es halt zum Beispiel nicht, ich deploy einen Teil, sondern da passiert relativ Magie dahinter, dass halt drei Sachen auf einmal deployed werden. Genau. Ich würde jetzt nochmal auf das Grundkonzept eingehen, wie Kubernetes tickt. Das ist noch ein ganz fundamentales Ding und ich denke, dann können wir ein bisschen weiter in die Praxis hingucken und dann würde ich auch mal zeigen, wie wir es installiert haben bei uns und so weiter. Genau, und zwar, das ist die Grundidee, es ist immer, also wir beschreiben mit diesen Dingern, die wir hier anlegen, mit den Services, mit den Ingresses und so weiter, beschreiben wir unseren Zielzustand. Wir sagen, so möchten wir es gerne haben. Ja? Und dann passiert Magie, sage ich mal, und Kubernetes guckt quasi, hey, was habe ich gerade jetzt gerade in meinem Cluster drin? Was ist der Zielzustand? Passt das denn zusammen? Und wenn es nicht zusammenpasst, dann wird es quasi passend gemacht. Da wird also Zeug gestartet, das entsprechend aktualisiert. Das heißt, der Kern von Kubernetes ist quasi, ein sekündlich laufender Cron-Job, mal ganz plakativ gesagt, ja, der sozusagen immer guckt, hier ist mein Sollzustand, das ist das, was ich hier in diesen YAML-Dateien konfiguriere, und dann habe ich meinen aktuellen Ist-Zustand im Cluster, passt das denn zusammen oder nicht? Ja, und dann wird es halt, wie gesagt, passend gemacht. Wer noch Ansible kennt, im Prinzip hat Ansible schon eine sehr ähnliche Idee, allerdings hat das natürlich eher Limits, weil man alles auf meinem Ansible halt nicht definiert, zum Beispiel, das ist halt einfach so, wie es halt war auf dem Server beispielsweise. Ne? Und Kubernetes ist halt so, wenn ich nichts definiere, dann ist halt der Server leer. Also dann wird halt jetzt auch alles gelöscht, wenn ich das zum Beispiel entweder. So, das heißt, weil das so zentral ist, würde ich es nochmal kurz ein bisschen beschreiben. Wenn wir zum Beispiel einen, ist eigentlich egal, was wir nehmen, wir wollen einen neuen Load Balancer haben. Also was passiert dann behind the scenes? Also wir haben eine Definition per YAML-Datei. Dann haben wir einen sogenannten, also quasi ein System, das nennt sich ein Operator. Das ist also ein Prozess, beziehungsweise der Ingress Operator ist ein Prozess, der sozusagen dafür zuständig ist, sozusagen diese Definitionen, also die Ingress-Definitionen, wichtig, die Ingress-Definitionen, ich sag mal, in die Praxis umzusetzen. Ne? Das heißt, der sorgt dafür, der konfiguriert dann letztendlich zum Beispiel einen LINX zum Beispiel, der kümmert sich um das Ausstellen von, was da halt dranhängt sozusagen, oder ums Verknüpfen von Zertifikaten beispielsweise. Und der wiederum, der ändert quasi die echten Ressourcen, also sozusagen der eigentliche Nginx Reverse Proxy beispielsweise, der dahinter steckt, der wird durch diesen Operator sozusagen konfiguriert. Also ich schreibe nochmal an, und das eigentlich überwacht durch diesen Operator. Und dann wird auch der Zustand dieses Systems wieder in die YAML-Dateien quasi reingeschrieben. Also wird zurück übermittelt. So. Und das heißt, also was meine ich damit, mit diesem Zurückübermitteln? Ich meine damit Folgendes. Ich habe hier vorhin einen Block weggelöscht. Hier gibt es nämlich noch einen extra Block Status in diesen YAML-Dateien, wenn man die sich sozusagen von einem produktiven Cluster anguckt. Und da steht zum Beispiel drin, okay, ist es gerade online oder nicht?
also ne, wie viele Replicas sind gerade ready, also online quasi, was hat sich zuletzt getan hier in meinen Zuständen. Das heißt, da habe ich quasi noch einen Update, also ich habe noch einen Status zurückschreiben. Und diese Idee, ich überwache was und habe so eine Art Feedback-Schleife sozusagen, die immer den Ist-Stand mit dem Soll-Stand überprüft, die ist sehr, sehr mächtig. Also das ist diese Art von Feedback-Schleife, die sozusagen passiert. Ist das okay? Soll ich fragen? Das Interessante ist, und das ist so das, wo es, ich sag mal, ein bisschen reflexiv wird, dieser Ingress-Operator, der läuft auch wieder in Kubernetes. Das ist der Punkt, wo das erstmal, wo ich sehr lange gebraucht habe, das zu verstehen, weil das erstmal so ein bisschen ist so eine endlose Rekursion, so nach dem Motto. Ne? Aber also das ist das Interessante. Also wir können quasi Pods bauen. Ich muss mal ein bisschen Also wir können quasi zum Beispiel Pods bauen, die mit der Kubernetes API interagieren, also diese sozusagen Infos abholen können, die sagen können, welche Ingresses sind beispielsweise gerade definiert oder die auch schreibend mit der API interagieren können. Ne? Das heißt, ein Operator ist sozusagen nichts weiter als ein Pod, der im System läuft, der halt auf bestimmte Dinge der API lauscht und dann halt ein Nginx zum Beispiel konfiguriert. Ja? Und das heißt, das ist noch eine ganz wichtige Sache, die würde ich jetzt mal eher nach unten schreiben, aber sozusagen, das ist eine API Permissions in Kubernetes. Also es gibt einen ganzen Teilbereich dieser Begrifflichkeiten wie Pod und Co., die sich nur mit dem Thema Rechte auseinandersetzt, also wo ich quasi einstellen kann, welcher Pod darf denn was, welcher Pod darf was lesen, welcher Pod darf was schreiben, welcher Endnutzer darf was lesen und schreiben und so weiter. Aber das ist eigentlich das echt Interessante, dass man sozusagen Kubernetes, also man installiert es sozusagen, also man braucht mal das Basissystem, wo sozusagen erstmal nichts groß drin ist und dann kann ich anfangen, mir sozusagen herzurichten. Ne? Also wenn der Rohbau mal gemacht ist, kann ich mich halt entscheiden, welchen zum Beispiel Ingress, also möchte ich einen Nginx Ingress, was halt die meisten nutzen, wir auch zum Beispiel, oder möchte ich Traffic oder irgendwelche anderen Dienste als Ingress verwenden beispielsweise. Und dann kann ich mir sozusagen herrichten in meiner Welt. Ne? Kann es halt mir so machen, wie ich es halt sozusagen komfortabel finde, wie ich mich wohlfühle. Das ist immer so ein bisschen eine Sache, weil es natürlich auch viele Entscheidungen sind, die man treffen muss. Ne? Genauso wie man halt, wenn man eine Wohnung einrichtet, nicht mehr über die Wandfarbe und tausend andere Dinge Gedanken machen muss. Das ist halt das Problem, finde ich, was so ein bisschen bei Kubernetes da ist. Es bietet einmal so diese Basisbegriffe, aber es ist eigentlich ein Baukastensystem für Platform as a Service. Es ist keine Platform as a Service, ne? Sondern es ist eigentlich, du baust dir damit deine eigene Platform as a Service und das muss man halt wollen. Und man muss auch diesen Preis, sage ich mal, bereit sein zu bezahlen. Was das für uns bedeutet, würde ich dann noch zeigen. Da haben wir, glaube ich, ein paar ganz interessante und gute Trade-offs gemacht, die da für uns gut funktionieren. Das heißt, die Ingress Operator auf Out of the Box gibt es nicht. Den müsste ich immer selber schreiben. Nicht schreiben, sondern installieren mindestens. Ne? Du musst den Ingress Operator zumindest sich mal entscheiden oder installieren, sage ich mal. Ja, genau. Das ist die erste fiese Schule. So. Genau. Ich benutze das nur, ich bin Frontend-Entwickler. Also, ich muss mal was ein bisschen aufräumen. Das nochmal, das nochmal. Ich bin nicht gut. So, genau. Vielleicht noch ganz kurz, ich kann mit, also ich habe quasi eine Hauptinteraktionsmöglichkeit mit dem Cluster, das ist der Befehl kubectl, den kann ich auch bei mir lokal installieren, quasi auf meinem lokalen Rechner. Das kann ich euch auch mal zeigen. So, ich kann jetzt quasi mal gucken, SKU-Kontext, da habe ich da was zu sagen. SKUNS, also ich kann jetzt zum Beispiel, ich muss mal in den sinnvollen Namespace switchen. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen kubectl get und dann möchte ich sagen, was möchte ich denn getten? Ich kann also sagen get nodes beispielsweise, ne? Welche nodes habe ich in meinem System und dann kriege ich halt zurück, hey, ich habe hier drei Systeme drin bei uns im System. Der erste ist Control Plane, also ist sozusagen der Master und die anderen beiden sind Worker Nodes, das sind also die eigentlich das abarbeiten. Genau, die laufen jetzt seit ungefähr einem Jahr. Bei Geburtstag. Genau. Was ich auch machen kann, ich kann zum Beispiel sagen, kubectl get ingress zum Beispiel. Da kriege ich erstmal so eine Übersicht sozusagen, welche Ingresses habe ich denn? Ich schreibe auch so. Und ich kann im Übrigen auch jetzt sagen, gib mir nochmal das als YAML-Datei, also mit kubectl-output-YAML, dann kriege ich genau diese Konfiguration für den Ingress beispielsweise. Also ich kann quasi mit diesem relativ, also ich brauche halt
kubectl get und kubectl apply, das ist sozusagen die umgekehrte Operation, das ist was, ich habe einen Pfeil, ich möchte das reinschreiben in den Cluster, damit komme ich 90% des Weges. Also da kann man, kommt man erstmal an alle Infos ran, die man so braucht, um quasi mit Kubernetes erstmal grundlegend zu interagieren. So, genau. Jetzt würde ich vorschlagen, dass wir es ein bisschen konkreter machen. Also was haben wir konkret gemacht, um Kubernetes einzurichten, wenn das okay ist? Gibt es sonst Fragen, Wünsche, Anmerkungen? Ich hoffe, ich habe niemanden verloren. Gut. Wie gesagt, ansonsten bitte jederzeit fragen. Genau, wenn man sich Kubernetes installieren will und man kommt hier irgendwo auf, wie kann ich es installieren, hier Production Environment Setup im Cluster, dann kommt man an 1000 mögliche Optionen und 1000 mögliche Provider, was kann man tun, um Kubernetes zu installieren. Und das seht ihr schon, das ist eine unendliche Auswahl. Da gibt es jeden großen Cloud-Provider, da gibt es jeden großen anderen Provider, der sich da irgendwie drum kümmert. Wir hatten früher ein System namens Kismatic Enterprise. Das war ein Open Source Toolkit zum Installieren von Kubernetes Clustern basierend auf Ansible. Das hat für uns echt gut funktioniert, muss man sagen. Das war quasi den Cluster, den wir von vor 2 Jahren in Betrieb genommen haben. Wir haben das erste Jahr damit betrieben. Es hatte nur ein Problem. Wir haben den Cluster, ich glaube Anfang 2018 in Betrieb genommen. Und wenn ihr guckt, dummerweise wurde Kismatic aufgekauft von irgendeiner größeren Firma. Und die haben am 28. Juni des Jahres 2018 gesagt, oh nö, wir sind jetzt fertig. Gibt keine Updates mehr. Das heißt, das ist in der Version 1.11 von Kubernetes quasi hängen geblieben. Da gab es halt nichts Neues. Das hat dazu geführt, dass wir hatten eh schon ein paar Sachen, die wir quasi gelernt haben nach dem ersten Cluster. Wir wollen sowieso noch einiges grundlegend nochmal ändern. Deshalb haben wir dann sind nochmal in uns gegangen und haben nochmal sehr intensiv recherchiert, wie wir den Kubernetes-Cluster betreiben wollen. Genau, und da sind wir bei einem System hängen geblieben namens Rancher. Rancher ist im Prinzip die sagen, Rancher ist Kubernetes as a Service, also quasi Kubernetes leicht gemacht, mal ganz blöd gesagt. Das ist ein kommerzielles Produkt, aber es ist eigentlich alles Open Source. Also man kann das ganz normal Open Source installieren und so weiter. Das haben wir auch. Wir bezahlen dafür kein Geld. Man kann natürlich da auch Support einkaufen und so weiter. Das ist eine der bekannteren Kubernetes-Distributionen, würde ich sagen. Also es gibt schon noch einige andere. Es gibt, wie gesagt, wie ihr gerade gesehen habt, sehr viele andere. Man muss dazu sagen, Rancher hat sehr, die hatten mit Version 1, hatten sie quasi einen eigenen, also Kubernetes-Alternative sozusagen. Also das war noch zu der Zeit, wo es noch nicht ganz klar war, ob es halt Kubernetes wird oder was anderes. Und Rancher 2, das gibt es jetzt seit 2,5 Jahren ungefähr, das ist quasi komplett auf Kubernetes umgebaut sozusagen. Also es ist wirklich von null auf neu geschrieben und das ist wirklich sozusagen ein Orchestrator für Kubernetes. Und damit haben wir echt sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich kann das auch mal demonstrieren. Also wie funktioniert das? Genau, man hat quasi diesen Rancher-Server. Das ist sozusagen ein Server, mit dem man erstmal andere Cluster managen kann. Das ist ein Docker-Container, den kann ich installieren und dann habe ich den erstmal da haben. Dann läuft der erstmal grundsätzlich. Man kann den auch hoch verfügbar betreiben, das machen wir nicht, ja, weil wenn der halt mal down ist, naja, das ist jetzt nicht so schön, aber ne, dann kann jetzt keiner mehr mit unseren Clustern interagieren, aber es wäre jetzt kein Weltuntergang, die Dienste laufen weiter ganz normal. Okay, das ist zum Beispiel ein Trade-off, den wir gemacht haben. Wir haben gesagt, ja, der Rancher Master und auch der Kubernetes Master gibt es halt nur einmal, den gibt es nicht hoch verfügbar. Okay, völlig fein für uns. Ja. Der ist auch noch nie ausgefallen, also beide sind noch nie ausgefallen, muss ich dazu sagen. Also wie gesagt, das ist ein Docker-Image, was man irgendwo startet, dann hat man diesen Rancher-Server in der Hand. Was man dann machen kann, und ich kann das auch mal demonstrieren, dann kann ich hier sagen, oh ja, add Cluster. Und jetzt habe ich verschiedenste Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte einen Cluster bei DigitalOcean hosten beispielsweise. Das kann ich so noch machen. Demo-Cluster. Ich habe natürlich vorher meine Credentials hinterlegt. Genau, etcd und Control-Plane brauche ich genau ein, also mindestens einen. Ach genau, etcd ist sozusagen der Datenspeicher hinter Kubernetes, das ist vielleicht noch wichtig, also das ist sozusagen das, wo die eigentlichen Daten drin liegen, dieses ganzen, was ist wo aktiv und so weiter, also diese ganzen Infos, die liegen am Ende in einer etcd-Instanz. Und jetzt kann ich sagen, Worker 1, Worker 2, ja genau, ich würde noch mal ein bisschen, ach so, 1 GB RAM ist ein bisschen wenig, egal, wir gucken mal, ob es hochkommt. Achso, hier habe ich noch was. Next Config Droplet. Frankfurt. So, wir nehmen mal hier so eine 4 GB Instanz, dann haben wir das in der Fixfront. Create.
Achso, a name is required. Muss den nehmen. Also 4 Geek. So, nehme ich auch 4 Geek. Auch für die ist ja nicht schlimm. So, Demo-Cluster. So, und dann muss ich noch ein paar Einstellungen machen. Ich muss sagen, welche Kubernetes-Versionen will ich denn haben? Da werden halt ein paar supported sozusagen. Nehmen wir mal zum Beispiel die 1.14er-Version, das ist okay, ich nehme mal eine bewusst eine ältere. Und jetzt wird es nochmal ein bisschen interessant. Ne? Hier gibt es quasi sowas wie Network Provider, das sind halt solche Auswahloptionen, die ich treffen kann. Ne? Wie möchte ich mein Netz betreiben? Das ist mir persönlich völlig, also war mir bis vor kurzem völlig egal, sage ich mal. Deshalb habe ich das Default gelassen, wie sich herausgestellt hat, eine sehr, sehr gute Wahl. Also kenne, kann ich empfehlen. Warum, will ich später noch was zu sagen. Wir nutzen das mittlerweile. Dann muss man wenn man alles öffentliche Open Source Projekte macht, ist das schön, dann kann man die Docker Registry auf Docker Hub verwenden, aber wir haben natürlich genauso kommerzielle Projekte, die wollen wir nicht auf Docker Hub schieben. Womit wir extrem gute Erfahrungen gemacht haben, ist GitLab. Also ihr nutzt wahrscheinlich eh zu 90% GitLab vermutlich. Die haben ja auch eine Docker Registry im Bauch, ne? Und die läuft halt einfach. Also das ist halt echt schön, finde ich. Man muss da nichts für tun, man muss die nur anschalten. Bis 10 Gig. Bis 10 Gig. Also wir haben deutlich mehr bei uns mit unserer Docker Registry. Nee, pro Image. Ach, pro Image, okay, ja. Da kommt sehr gut. Gut, pro Image, okay. Gut. Das erklärt. Auf Gitlab.com hast du eine Quote an. Und was da interessant ist, also was für uns noch genau Sinn hat, kann ich hier auch die Private Registry Credentials hinterlegen, wenn ich die halt habe. Und dann gibt es noch so Advanced Options, die kann man erstmal so lassen, da können wir später nochmal drüber gucken, aber es ist erstmal nicht verkehrt, was man da macht. Und dann sage ich einfach mal Create. Der stellt den Ingress an, also mal mit, ne? Das kann man machen, wenn man will. So, und dann seht ihr, jetzt ist das Ding Provisioning, ich kann hier auch reingucken. Und jetzt sagt er, hey, boah, der wartet jetzt hier auf irgendwelche Nodes to be registered. Ich kann auch mal bei DigitalOcean gucken, was er so tut. Gibt es übrigens auch einen Provider für die Hetzner Cloud, den man da reinhängen kann? Genau, den habe ich mit Autos geben. Der holt sich dann neue VMs. Das habe ich schon probiert, das funktioniert echt cool. Achso, ja. E-Mail. Ach, nee, warte mal, das ist E-Mail-Code, ist es nicht? Nee, es ist. Ist das Authenticator? Aber warte mal, ich brauche da meinen, oder? Na, den habe ich aber nicht. So. So, warum soll ich den finden? So. Ich hoffe, die Demo funktioniert jetzt. Habe ich natürlich auch noch nicht. Genau, jetzt seht ihr erstmal, diese drei Droplets existieren quasi. Ne? Also die hat er quasi über die API erstmal grundsätzlich angelegt. Als ich das letzte Mal vor Portal gemacht habe, hat es auch funktioniert. Wir gucken einfach mal. Es dauert jetzt natürlich ein bisschen, ne? Beim ersten Request sozusagen. Da werden halt einige Sachen dazu installiert und deployed. Also das kann jetzt nicht mal ein paar Minuten dauern. Wir können auch einfach mal weitermachen und wir gucken einfach mal, ob der dann hochgekommen ist. Meine Frage, wenn ich jetzt so bei einem Anbieter bin, meine Seiten, der jetzt die Managed Cluster anbietet, ja, macht das dann überhaupt Sinn, das Rancher zu nutzen an der Stelle? Also ja und nein. Also man kann Also es ist schwer, das pauschal zu beantworten, sage ich mal. Also ich sag mal, was man sagen kann, ist, wenn man einen gemanagten Kubernetes-Cluster im Angebot hat, dann ist es erstmal keine schlechte Wahl. Also es gibt einen Grund, weshalb wir den selber betreiben, ist halt, wir wollen halt diesen Schmerz erleben, den man hat, wenn man ihn selber betreibt, weil das halt das Szenario ist, was viele unserer Kunden haben. Und damit wir die da halt sinnvoll beraten können, müssen wir es halt selber spüren. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Es gibt auch viele Sachen, die Spaß machen. Also, ja, also genau. Und was ich auch mit Rancher machen kann, ich kann quasi, ich habe eine zentrale Stelle, wo ich Rechte verwalten kann, wo ich Nutzer verwalten kann. Das heißt, ich kann auch bestehende Kubernetes-Cluster, die von Google aus der Schachtel fallen zum Beispiel, hier einhängen und kann Papier dann die zentrale Stelle, um Rechte zu verwalten. Also das ist zum Beispiel dann interessant, wenn ich jetzt einen Test- und einen Produktiv-Cluster beides bei Google beispielsweise haben möchte. Na, und ich möchte trotzdem eine Stelle haben, wo ich meinen Nutzern sagen kann, du hast hier Zugriff oder du hast hier keinen Zugriff. Das kann man auch alles mit Google-Bot-Mitteln machen natürlich, ne? Aber ich sag mal, ich finde das eigentlich immer ganz charmant, wenn man das halt sich nicht zu sehr an den Cloud-Provider dranhängt, was der halt kann. Und dafür kann das halt hilfreich sein. Und Rancher bietet sehr, sehr gute Defaults, das werde ich gleich noch demonstrieren.
zum Beispiel für sowas wie ein Ingress. Also da auch Google hat das natürlich auch alles aus der Schachtel sozusagen. Das ist immer ein bisschen die Frage der Philosophie, will man sozusagen all in bei diesem Cloud-Provider machen oder will man halt eher auf einer plattformagnostischen Welt sich bewegen, würde ich sagen. Ne? Und davon hängt das ein bisschen ab. Ja. Genau, Kosten. Kosten. Google ist nicht. Das ist halt die günstigste. Ja, genau, Google ist natürlich. Ich meine, das ist natürlich verteilt, ist wahrscheinlich ein bisschen günstiger. Weil die kann man die Angebote mitnehmen. Naja, also ich meine, man muss halt sagen, wir haben Hetzner's Food Server letztendlich, die dann, also Blech letztendlich, wo dann, genau, das ist die zweite Variante, die demonstriere ich jetzt nur, also die zeige ich nur sozusagen. Also man kann ja auch sagen, man kann einen bestehenden Cluster importieren quasi. Also wenn ich schon einen Cluster habe, kann ich sagen, übernimm den jetzt bitte Rancher. Oder was wir quasi typischerweise machen, ist sagen, from existing nodes. Was man dann macht, ich kann das mal zeigen, den Foo-Demo. Ganz egal, also einstellen. Dann kriege ich quasi so einen, dann muss ich sagen, ich möchte jetzt einen etcd und Control-Plane-Node registrieren, dann kriege ich einen Docker-Befehl, den muss ich auf diesem Node ausführen. Das registriert quasi, also ich brauche sozusagen einen Server, der muss Docker installiert sein, ne? Und mit diesem Befehl hänge ich den dann hier in diesem Cluster ein und das ist persistent, also das ist schon sehr, sehr intelligent, muss ich sagen. Das ist auch ziemlich robust, also als ich das erste Mal gedacht habe, dachte ich mir, das wird ja nie im Leben über 2 Jahre funktionieren, also ne, weil das ist ja das typische Ding, toller Wizard am Anfang und hinten raus macht es. Ne? Aber ich muss wirklich sagen, wir hatten mittlerweile auch, also ich habe einige ziemlich fiese User-Fehler gemacht in diesem Cluster schon, was auch zum Beispiel dazu geführt hat, dass die Control-Plane mal richtig weg war beispielsweise oder das Overlay-Netzwerk weg war und man konnte mit diesem Befehl das tatsächlich auch wieder, also der hat das sozusagen, man hat den dann wieder ausgeführt und der hat das alles wieder sauber connected und verbunden und so weiter. Also es ist wirklich sehr, sehr robust, haben wir mittlerweile ausgetestet. Und genauso halt für Worker, ne, das ist also sozusagen, wir haben halt ne, für Worker dasselbe Spiel. Hier steht dann irgendein Token drin quasi, was halt für die Registrierung verwendet wird. Ne? Das ist so das Prinzip. Und hier ist die Control-Plane? Control-Plane ist der Master-Server. Also quasi Control-Plane, etcd, das sind quasi die beiden Rollen des Masters. Etcd ist quasi der Stateful-Teil und der Control-Plane ist die Stateless-Teil, also das ist sozusagen die API-Endpoint und Worker ist halt der Worker. Und das ist im Übrigen auch, wie wir sozusagen unseren Cluster betreiben, also sozusagen mit diesem Modus, mit dieser Art von Connection. Das geht im Übrigen auch über Netzgrenzen hinweg. Also wir haben, ne, ich hatte ja vielleicht schon angedeutet, wir haben jetzt hier im Nebenraum ein paar physische Server stehen jetzt seit letzter Woche und die haben natürlich keine direkte Internetverbindung von außen nach innen, nur von innen nach außen. Die kann man trotzdem über diesen Weg sozusagen connecten, weil der Rancher-Server sozusagen öffentlich über eine IP erreichbar ist. Dann habe ich sozusagen trotzdem den Weg von außen auch wieder nach innen zu kommen, weil der halt einen bidirektionalen Tunnel öffnet letztendlich. Also für diese Art von Management-Informationen. Also das ist ziemlich mächtig. Also das Ganze soll auch keine Rancher-Werbeveranstaltung werden, also weiß Gott nicht, aber wir haben da echt ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Ja, und hier unser Demo-Cluster, den ich vorhin bei DigitalOcean gemacht habe, da sehen wir jetzt, online ist da. Und ich habe hier, kann jetzt hier sagen, Launch kubectl und kann jetzt hier zum Beispiel machen, ne, kubectl get nodes, kubectl get all, kann jetzt halt mal abfragen, was ist in so einem System drin beispielsweise. Ne, und das ist jetzt halt ein leeres System quasi, da ist halt nichts groß drin bis jetzt. Können jetzt sagen, können jetzt anfangen, meine ersten Pods zu deployen. Genau, das ist jetzt quasi alles, was man damit jetzt halt machen kann. Ich kann mir auch eine Kube-Config runterladen, also das wäre jetzt mein nächster Schritt. Ich würde jetzt dieses File runterladen und kann damit mit meinem lokalen Client interagieren. Also hier stehen quasi die Credentials drin, die ich brauche, um mit diesem Cluster zu interagieren. Die entsprechenden Tokens und so weiter. Also in der Vorgängerversion war es halt auch noch so, dass wir sozusagen, also da hatten wir immer dieses Bottleneck, wer erstellt denn die Rechte, also die Config, wer weist denn die Leute bei uns ein sozusagen. Und das ist halt auch insofern schön, dass man hier halt mal einen Überblick, also man kann sich halt hier auch mal durchklicken und kriegt mal einen Zustand, also man sieht mal, was so läuft. Ne? Das ist halt auch schon mal hilfreich. Also beispielsweise, ich gehe mal in unser Hauptcluster wiederum und man kann jetzt relativ schnell sehen, okay, hier liegt also zum Beispiel, hier sind die Anwendungen, die drin liegen. Wenn hier eine Anwendung geht, sehe ich, da läuft hier irgendein Pod. Ich kriege hier einen Link auf ein Grafana, das zeige ich dann auch nochmal. Und kann mir eine Shell aufmachen ja, und bin halt direkt, das kann ich alles mit Kubernetes portmitteln, aber da muss ich natürlich eine viel höhere Affinität zu der CLI, zur Kommandozeile und so weiter haben. Ne, und das
geht halt hier echt ganz, ganz charmant. Und es berücksichtigt die Permissions des Users. Das ist ein Punkt, da werde ich dann nochmal was zu sagen. Das war nämlich einer unserer großen Fehler. Wir haben am Anfang dieses Kubernetes-Dashboard verwendet, was standardmäßig installiert wird. Und das ist nicht so sicher, das ist einfach mal in der Default-Konfiguration zumindest. Genau. So. Genau. Ich hatte ja schon gesagt, dass quasi Rancher recht viele, ich gehe mal wieder in unseren Demo-Cluster, dass Rancher relativ viele Dinge aus der Schachtel mitbringt. Eins dieser wichtigen Dinge ist ein Update. Also wenn ich, ne, es kommen immer mal wieder neue Kubernetes-Versionen raus, wie update ich die jetzt von A nach B? Das haben wir häufiger schon ausgetestet, dass das auch funktioniert. Ich wähle quasi, also ich update meinen Rancher Master letztendlich, das ist der erste Schritt. Also dem gibt dem ein neues Docker-Image sozusagen in der aktuellsten Version. Und dann nehme ich halt die Kubernetes-Versionen, die halt von Rancher supported sind. Ich kann nur hoch updaten, ich komme nicht wieder zurück. Also das ist wichtig, ich kann sozusagen nicht wieder sagen, wieder zurück zu einer alten Version. Ne? Das muss man. Stellen die sicher? Oder? Das kannst du hier nicht anders auswählen. Du kannst hier nur nach oben updaten. Okay, sozusagen. Das stellt das System sicher. Das stellt das System sicher, aber das muss man sich halt bewusst sein, dass man sozusagen, wenn man diesen Update macht, jetzt ohne einen Snapshot auf dem Server komme ich halt nicht wieder zurück. Dann ist das so, wie es halt ist. Ne? Aber ansonsten kann ich jetzt hier quasi jetzt ab, also kann ich jetzt das ändern, kann sein, guck mal, ich bin in unserem Demo-Cluster. Sehr gut. Das bringt eine Downtime, oder? Das bringt eine Downtime. Genau, ne? Dann sagt er hier Cluster ist Updating und jetzt fängt er quasi an, diese einzelnen Systeme, also Zertifikate und so weiter zu updaten und die einzelnen Teilsysteme auf neue Versionen und wird dann sehen, nach einer Weile wird es hier nicht mehr Version 1.14 stehen, sondern halt 1.16, wenn ich es richtig ausgewählt habe. Wenn du Hochverfügbarkeitscluster hast, dann kannst du natürlich. Genau, also wenn du zwei Master hast, dann kannst du. Naja, genau, also es ist immer die Frage, was du mit Downtime verstehst. Also was man selten, also selbst bei so einem Update hast du keinen Downtime der Workloads. Okay. Na, also du hast mal eine Downtime des Masters, aber die Workloads laufen erstmal weiter, also die eigentlichen Nutzdaten. Da muss man ein bisschen verstehen, wie Kubernetes sozusagen intern tickt, wie es sozusagen diese Pods scheduled, um das zu erklären. Und zwar grundsätzlich, ich hatte ja schon erklärt, wir brauchen quasi einen Ingress, der läuft. Ne? Das ist sozusagen, wir brauchen irgendwie einen Pod, der läuft und wir brauchen irgendwie Services. So ein Service ist quasi eine IP-Tables-Regel letztendlich oder eine Menge an Routing-Regeln im Kernel sozusagen, ne? An Firewall-Regeln. Und wenn sich sozusagen an den Pods nichts bewegt, dann sind die auch fest, dann sind die immer gleich, ne? Dann ändern die sich nicht, dann sind die statisch, da ist nichts Bewegliches involviert. Ein Ingress ist ein Nginx, der läuft und selbes Spiel, ne? Wenn sich an einem Pod oder einem Service nichts ändert, dann ist der auch statisch, so wie er ist. Und insofern kann man sozusagen die Umgebung wechseln, sage ich mal, außenrum, ne? Und kann sozusagen die Management-Oberfläche updaten, mal so gesagt, ne? Und die Dienste bleiben erstmal laufen. Ne? Ja, und das war okay, Deployment machen, wenn du das Kubernetes gerade. Absolut, ne? Also das geht auch nicht, also in dem Fall wäre jetzt die Control Plane weg. Ne? Also ich komme jetzt in dem Fall jetzt gar nicht, also ich kann jetzt mal so schön da und kubectl, ich glaube ich. Ah, na gut, ich weiß nicht, ob ich von da will es ja von vorne halt auch gehen, oder? Genau, ich weiß gerade nicht, es kann sein, dass wir jetzt schon ein bisschen später sind. Also, ich weiß gerade nicht mehr, wo wir jetzt in welchem Schritt wir sozusagen sind. Genau. Und jetzt geht dann quasi diese Deploy-Pipeline sozusagen, die da intern zugrunde liegt, halt durch. Genau, und das haben wir mittlerweile echt über viele Updates gemacht und das hat echt sehr zuverlässig funktioniert, kann ich nur aus der Erfahrung sagen. Wer vielleicht nicht so auf Clicky Booty steht, da gibt es auch eine andere Variante. Also es gibt quasi Rancher, also hat intern, also wenn man Rancher sozusagen mit dieser Variante auf Docker direkt deployed verwenden will, dann wird im Prinzip diese Rancher Kubernetes Engine RKE genommen und sozusagen deployed. Also das ist sozusagen das, was eigentlich auf dem eigentlichen Cluster sozusagen dann läuft. Das kann ich auch deployen ohne diese grafische Oberfläche. Da gibt es eine YAML-Datei als Config und dann gibt es halt RKE Apply oder irgendwie sowas. Also gibt es eine Menge an Kommandos, um damit zu interagieren. Also das ist sozusagen, was da eigentlich drinsteckt. Wenn ich jetzt in dem Kubernetes, in dem Rancher Cluster irgendwie auf da Knöpfe drücke sozusagen, dann wird eigentlich eine Config generiert und dann RKE aktualisiert. Für uns ist aber Rancher wirklich eigentlich hilfreich, weil es halt eine Sichtbarkeit ins System gibt, weil die Leute halt sehr viel. Also auch für mich ist das natürlich super wertvoll. Ne? Also das ist, genau, wenn man halt damit einfach gut arbeitet. Genau, jetzt sehen wir hier Kubernetes Version 1.16.7. Und in dem Zuge gibt es noch so ein paar andere Niceties, sage ich mal, also zum Beispiel Monitoring. Man kann jetzt hier auf den Knopf drücken und sagen: Ja, ich möchte mal Monitoring haben, enable. Und jetzt fängt er an, halt Cluster-Level-Monitoring zu installieren. Das heißt, das sieht man jetzt hier irgendwo,
Monitoring API ist noch ready. Genau, Monitoring API ist noch ready, weil der ist jetzt gerade am Installieren. Wir sehen, jetzt passiert hier irgendwas. Ne? Der hat jetzt hier, werden jetzt Dinge rot, also Workloads sind jetzt quasi gerade hier im Zustand Updating. Die sind noch nicht online. Jetzt müssen wir sehen, dass die jetzt hier langsam grün werden, also langsam online kommen und halt dieser Monitoring-Teilbereich sozusagen fertig wird. Und das ist im Übrigen auch was wir sehr zu schätzen gelernt haben. Ich sag mal, das sind die Defaults aus Rancher tatsächlich. Also, weil sie einem halt ein sicheres und monitorbares System aus der Schachtel anbieten. Also Prometheus und Grafana zu installieren, ist einfach. Prometheus und Grafana so zu konfigurieren, dass man das sieht, was man wirklich sehen will, das ist ziemlich kompliziert. Ne? Also, wer schon mal Grafana-Dashboard sich zusammengeklickt hat, da ist man echt lange beschäftigt, bis man die Infos und sicher ist, dass man das anzeigt. Das ist halt das Gute dran, das fällt halt hier aus der Schachtel, sage ich mal. Man kriegt halt schon mal ein sinnvolles Set an Default-Dashboards mit und dann kann man halt ein bisschen tunen, oder was wir dann gemacht haben, schrittweise, ist dann halt die ein bisschen zu tunen, also sprich, dann über ein paar Config-Einstellungen quasi das Monitoring noch ein bisschen zu erweitern, indem man ein paar Variablen selektiv überschreibt. Das ist dann schon ein bisschen quasi ungeplante Erweiterbarkeit von dem Ursprungssystem, aber wir müssen halt kein eigenes Monitoring uns kümmern, sondern was wir jetzt quasi haben, jetzt wieder auf den Cluster gehen, sehen wir jetzt hier so diese kleinen Grafana-Icons, die jetzt hier aufgetaucht sind, und jetzt lande ich quasi automatisch in dieser neuen, gerade für mich frisch deployten Grafana-Instanz. Und dann müssen wir jetzt auch nach ein paar Minuten dann, ihr seht ja, hier ist schon mal der erste Datenpunkt gerade eingetroffen für den API-Server quasi. Also das fängt jetzt halt natürlich an, Daten zu sammeln. Es dauert jetzt natürlich ein bisschen, bis wir das mit sinnvollen Infos bestückt haben. Und das Interessante ist, dass hier fallen schon Dashboards quasi aus der Schachtel für ein einzelnes Deployment, für einen einzelnen Port, also Memory-Statistiken, CPU-Statistiken, Network-IO, ne? Also diese Dinge, die man halt so erwartet auf so einem normalen Dashboard, sage ich mal, die hat man dann erstmal. Und man sieht auch hier, jetzt habe ich hier sofern man noch eine zweite, also diese grüne Schicht war vorher sozusagen nicht da, vorher gab es nur die blaue Linie, das ist sozusagen die reservierte Linie, und die grüne Linie ist jetzt die echte Auslastung quasi an CPU beispielsweise, die man jetzt halt dazu, an RAM jetzt, die man jetzt hier sieht beispielsweise. Und es gibt sozusagen relativ viele Stellen, wo jetzt hier anfangen in der UI halt auch Metriken auftauchen für diese entsprechenden Dienste. Wenn ihr das macht, eine ganz, ganz wichtige Sache, man hat in Rancher so dieses Konzept von Projekten. Das ist sozusagen nochmal was zwischen Namespaces und der Welt. Also das ist sozusagen eine Sammlung von Namespaces, und das ist ein Rancher-spezifisches Konzept. Man kann jetzt das war, als wir Rangers erstmal kennengelernt haben, es gibt quasi drei Hauptmenüs, das ist ein bisschen fies. Ich habe quasi, entweder bin ich hier im Zustand Global, dann habe ich hier mein Menü Nummer 1, oder ich bin im Zustand hier, ich habe mein Cluster ausgewählt, dann habe ich hier Menü Nummer 2, oder ich habe hier Cluster und Project ausgewählt, dann sieht mein Menü wieder anders aus. Also das ist ein bisschen fies, ja? Das heißt, dieses Menü, man muss immer gucken, wo ist man denn hier links, das ist ganz, ganz entscheidend. Und es gibt zum Beispiel auch in diesem Project, gibt es auch nochmal einen Bereich Monitoring. Und das ist jetzt Project-Level-Monitoring. Also das ist sozusagen das Monitoring, was ich gerade gemacht habe, war Cluster-Level-Monitoring. Das ist halt, ne, wenn ich sage, alle, die das sehen dürfen, können halt alle Infos auf dem Cluster sehen. Wenn ich das sozusagen Project-Level anschalte, dann hätte ich quasi eine Prometheus Grafana-Instanz pro Projekt. Also wenn ich jetzt sagen will, ich möchte Rechte einschränken und sagen, nur du darfst halt, also Projekt A dürfen nur die Leute und Projekt B nur die Leute beispielsweise, und die sollen trotzdem auf die Metriken zugreifen. Also das ist ein bisschen fies, da muss man sich ein bisschen hier reinfuchsen, sage ich mal, in die UI. Aber ich sage mal, die Stellen, die man wirklich hart zerschießen kann, die sind relativ wenig, und es steht auch immer sehr deutlich und rot dran eigentlich. Wenn zum Beispiel ich hier den System Namespace auswähle, dann steht hier irgendwo ganz hier, this is the system project which has all Kubernetes and Rancher System Namespaces. Achtung, und du hast hier was anderes, das may harm the cluster, und das habe ich auch schon mal gemacht, und es hat den Cluster auch zerstört. Das war übrigens, was ich gemacht habe, als ich diese eine Downtime produziert habe, wo ich dachte, oh Gott, da habe ich hier so was geändert, und dachte, ist doch nicht so schlimm. Und dann, aber wie gesagt, das war dann der Trick mit diesem alles wieder ausführen, und dann hat es alles wieder connected. Das war auch keine End-User-Downtime tatsächlich. Also das wäre erstmal so dieses grundsätzliche Setup, was wir wirklich empfehlen können.
womit wir gute Erfahrungen gemacht haben, man kann auch diese Kubernetes-Einstellungen, die meisten davon jetzt hier im Nachgang noch editieren. Also ich kann jetzt hier sozusagen eine neue Node dazu nehmen, ich kann hier einen löschen beispielsweise. Ich kann auch diese Cluster, also ich kann jetzt halt nicht mehr zur, ne, ich stelle jetzt keinen Downgrade, ich komme nicht mehr zu den älteren Versionen zurück, aber an, und genau, den Network Provider kann ich nicht ändern, der ist sozusagen mit der Cluster-Installation festgelegt, also weil ich kann halt nicht das Netzwerk unterm Hintern von einem laufenden Cluster wegziehen, das kriegen die halt nicht hin. Aber ansonsten kann ich halt, ne, diese Registry konfigurieren, ich kann sagen, will ich einen Ingress, ja, nein. Will ich Security auf Pod-Ebene anschalten? Ja, nein. Wie will ich Backups von etcd haben? Und so weiter. Also das heißt, ich kann da, das kann ich jederzeit ändern und dann halt sagen, okay, jetzt wieder updaten und speichern. Das ist eigentlich was ziemlich, ziemlich Mächtiges. Genau. Erstmal soweit die Rancher und wie haben wir es installiert und so weiter Geschichte. So, ich hätte jetzt noch zwei mögliche Optionen. Also wir haben noch nicht, also es gäbe noch zwei Teile, über die ich noch grundsätzlich reden könnte, oder ich kann vielleicht noch mehr reden, je nachdem, was ihr Fragen stellt, aber Bereich 1 ist, wir können nochmal über, wie deployen wir Sachen in unserem Cluster, also Helm und Co. oder Alternativen reden, das wäre noch was. Und auch nochmal Lessons Learned, das kann ich vielleicht am Ende nochmal so zusammengefasst für die Leute, die schon mal ein bisschen Kubernetes Erfahrung haben. Also weil ich glaube, genau. Also wir sind jetzt um 9, seid ihr noch mal fähig? Oder? In der Reihenfolge. In der Reihenfolge. Okay. Also genau, dann wie installieren wir Zeug im Cluster? Also ich habe ja schon gesagt, man kann ja mit kubectl anfangen, man kann quasi mit kubectl halt einen Pfeil nehmen und in den Cluster sozusagen installieren. Also so ein YAML-Datei, die wir gerade gesehen haben. Und das ist eigentlich auch ganz cool, das geht ganz gut. Wenn man jetzt halt, wie wir haben ganz viele Neos-Anwendungen beispielsweise, ne, die wir betreiben wollen, die haben natürlich immer, also die brauchen immer dieses Setup, was wir hier gerade, was wir heute, was wir heute am Anfang der Session aufgemalt haben, ne, die brauchen immer ein Deployment, Betriebskassette Pod, brauchen immer mindestens Ingress und Service, das ist halt das Minimalset, sonst macht es halt keinen Sinn sozusagen. Ne? Und das heißt, man wäre halt erstmal standardmäßig mit relativ viel repetitivem YAML-Copy-Paste beschäftigt, wenn man jetzt halt pro Projekt diese 6 Dateien oder 6 Manifeste halt da mitzieht. Ja, so, das wäre eine mögliche Variante. Deshalb haben sich Leute mal gedacht, naja, das kann man ja irgendwie templaten. Da gibt's, also ich kann quasi sozusagen ein Template bauen, was das halt hinterlegt. Und ein ganz bekannter Package-Manager, sage ich mal, in Kubernetes, der nennt sich Helm. Helm-Charts. Helm-Charts, Kubernetes, so Helm-Charts, genau. Also der Package-Manager für Kubernetes. Was das letztendlich tut, ich kann euch mal so einen Helm-Chart zeigen. Das sieht so aus, wir haben immer noch unsere YAML-Dateien, da sind aber so Platzhalter drin, also das sind immer die Go-Templates. Also in Go, die Template-Sprache, die hat solche Try for Kammer, da kann ich sowas wie if und so weiter schreiben und Variablen einsetzen. Na, und im Prinzip, ich finde es persönlich eigentlich relativ krude, dass man quasi eine YAML-Datei, die ja schon strukturiert ist, mit einer String-basierten Template-Sprache, ich sag mal, befrickelt. Das ist wirklich nur so mittelelegant, weil es führt halt zu solchen Konstrukten wie, ich weiß nicht, ob es hier drin ist. Also, ja, aber hier ist es ruhig drin. Also genau, hier zum Beispiel, hier haben wir Values in Nginx Ingress Annotations, Indent 4. Ne, damit das halt dann passt mit der Einrückung, muss das sozusagen der String, der da reinkommt, mit 4 Whitespaces geindentet werden, damit das halt valides YAML ist, was da rauskommt. Wenn ich sage, Indent 5 ist kaputt, wenn ich sage, Indent 3 ist auch kaputt. Das ist halt, also bin ich persönlich sehr unschön. Das erwähnen Sie schon mit den Ginger-Templates auch. Absolut, das haben diverse Systeme. Ich finde sie alle nie elegant, ehrlich gesagt. Aber ich sag mal, aber they get the job done. Also man kann damit vernünftig arbeiten und die kriegen, man kann die quasi laufen lassen. Das Problem an der ganzen Sache ist folgendes. Also man muss dazu sagen, Helm 1 und 2, also ich rede jetzt noch von Helm 1 und 2, das ist die Helm-Version, die ist noch bis vor 2 Monaten oder so quasi eine stabile Version war, die braucht eine Serverkomponente im Cluster, das nannte sich Tiller. Und diese Serverkomponente hatte Root-Rechte im Cluster erstmal standardmäßig. Das hatten wir aber nicht so direkt gesagt, die haben halt nur gesagt, hier, das musst du tun, um es zu installieren, das ist ganz einfach. Das ist zum Beispiel so ein fettes Learning, was wir gehabt haben. Es wurde nie ausgenutzt, weil wir sowieso in der Firma die Root-Rechte damals vergeben hatten noch, aber uns ist das sehr, sehr spät aufgefallen, dass sozusagen, ne, wir hatten immer die Intention, irgendwann auch mal Partner, mit denen wir so ein bisschen loser zusammenarbeiten,
Zugriff vielleicht auf einen Teilbereich des Clusters zu geben, beispielsweise, ne, dass man halt sagt, hey, wir haben einen externen, der soll in diesem Projekt mitarbeiten, der kriegt jetzt Zugriff auf dieses Projekt und darf das natürlich auch deployen. Und wenn wir halt Helm 2 und Tiller verwendet hätten mit dieser serverseitigen Lösung oder was wir auch damals verwendet haben, dann hätte der quasi alles deployen können, weil das sozusagen Helm 2 das einfach nur zu diesem Tiller gesendet hat, Tiller war halt rund und hat gemacht. Also, was man gesagt hat. Ja, setzt das Tiller die Karte, was das ist. So. Wichtig, es gibt jetzt Helm 3. Helm 3 ist rein clientseitig, also die haben aus ihren Fehlern gelernt, sage ich mal. Na, die haben das Problem nicht mehr aus heutiger Sicht. Das heißt, Helm 3 ist wirklich nur noch eine reine Templating-Erweiterung sozusagen, die auch die Rechte, die man als Nutzer in Kubernetes hat, sauber verwendet. Also mit Helm 3 ist dieses Problem auf jeden Fall weg und man hat es nicht mehr. Für uns gab es aber noch zwei Probleme. Das eine ist, wir haben, also was ich an Kubernetes so super gut finde, ist dieses Ding, das heilt sich selber. Ne? Also ich kann jetzt, also wir können das auch, ich kann nochmal demonstrieren, zum Beispiel unser Intranet. Oh nee. Die Kleine, so, hier mal kurz hier. So, YubiKey, Sign on. So, Intranet. Jetzt suche ich mal unser Intranet hier im Cluster. So, jetzt hier. Okay, jetzt verschießt du die Suche. So, jetzt kann ich zum Beispiel hingehen und kann diesen Port, ne, also die innere Instanz, kann jetzt ja hingehen und sagen, tschüss. So, und was wir jetzt sehen werden, ist, Internet ist temporarily unavailable. Ne? It's down. Jetzt gibt es noch ein Back Gateway. So, aber mal. Und da ist es da. Ne? So, und was er quasi gemacht hat, es war genau so eine Loop, sozusagen, die überwacht hat, hey, das Ding ist down. Also man sieht auch, wenn ich kann das auch gerne mal machen, der kriegt das extrem schnell mit. Ne? Also Delete, jetzt sieht er schon, jetzt wird schon der neue Container gestartet gerade. Ne? Also man kann so schnell fast eigentlich gar nicht gucken. Ich weiß nicht, kennt jemand AWS oder nutzt jemand AWS? Und also bei AWS habe ich immer das Gefühl, da ist so ein 5-minütiger Cronjob, der irgendwas Zeug tut. Also ich habe immer das Gefühl, ich stelle da was ein und dann gehe ich einen Kaffee trinken und ich hoffe, dass das Richtige rauskommt. Und wenn nicht, dann sehe ich es 10 Minuten später. Also ich finde, ne, im Vergleich zu AWS hat halt, also das waren die ersten, ich will auch gar nicht bashen, ne, die haben es einfach, die haben diesen Space überhaupt gegründet, die haben es natürlich schwieriger gehabt. Die haben ja auf der vollkommen grünen Wiese angefangen, ne? Also, aber im Vergleich, finde ich, ist es halt eine viel, viel bessere Experience, halt, dass man direkt immer sieht, was passiert. Ne? Dieser Reconcile, dieser Zyklus geht eigentlich so schnell, dass ich ihn in der Regel fast nicht mitbekomme. Und das ist eigentlich sehr, sehr spannend. So, was jetzt ein Problem wäre, ist, wenn ich jetzt per Helm das alles deployed habe, ne? Und jetzt würde ich das Deployment löschen, dann ist es weg, weil Helm ja nur zu einem Zeitpunkt läuft, nämlich nur, wenn ich es deploye. Ne? Zu diesem einen Zeitpunkt, wenn ich sage, jetzt bitte machen, dann fängt es an zu laufen. Aber die Grundidee von Kubernetes ist eigentlich ziemlich cool, dass ich sagen kann, hey, ich definiere meinen Zielzustand und der Rest passiert automatisch. Ne? Und warum? Ne? Also ich sag mal, bei einem Deployment und einem Replica-Set oder einem Replica-Set und einem Pod geht es ja auch. Also ne, da lege ich das eine an und das Ding kümmert sich darum, dass die Dinger unten drunter automatisch existieren sozusagen. Und das haben sich auch die Kubernetes-Leute gedacht. Und die haben gedacht, hey, cool, eigentlich ist das ein ziemlich generisches Konstrukt, was wir hier gebaut haben. Das kann man auch für andere Dinge anwenden. Und zwar, und das sind die sogenannten Custom Resources. Also man kann quasi als Endnutzer neue Datentypen in das System geben. Custom Resource Typen. Das haben wir auch gemacht. Unser Datentyp heißt One Container, One Port. So, und was dieser Datentyp macht, ist, der erstellt im Bauch ein Deployment mit Replica Set und Pod. Der erstellt einen Service und der erstellt ein Ingress. So, und das heißt, ich kann mal zeigen, wie man den konfiguriert. Das ist bei uns im GitLab, was quasi dann übrig bleibt, zum Beispiel bei der, jetzt wieder bei dem ich suche eigentlich gerade das Projekt, wo ich gerade drin war, hier Also was wir jetzt halt haben, ist, wir haben einen Ordner Deployment für Production, haben wir in der Regel eine Datei liegen, nämlich App-YAML für das Kubernetes-Deployment, und die sieht folgendermaßen aus.
Die ist vom Typ One Container, One Port. Das ist halt, die haben wir uns halt ausgedacht. Ja, danke. Auf jeden Fall sehr informativ. Ja, dann, schönen Abend. Das ist jetzt halt Sense zum Namespace und jetzt haben wir halt gesagt, okay, was möchten wir konfigurieren? Wir möchten irgendwie sagen, auf welchem Hostname soll das laufen? Welches Docker-Image möchte ich verwenden oder welchen Port? Will ich die Politiken Let's Encrypt-Zertifikate ja oder nein? Ich kann auch Umgebungsvariablen setzen, ich kann Volumes setzen und kann noch Datenbankumgebungsvariablen laden sozusagen. Ne? Und den Worker festlegen. Und bei uns den Worker festlegen, genau, da kann ich gerne was zu sagen. Und das führt halt dazu, dass wir sozusagen damit haben wir unsere eigene Plattform as a Service quasi gebaut. Also mit dieser Konfiguration, das ist halt wirklich auf Minimum runtergedampft, da muss ich nicht mehr wissen, was ist ein Ingress, was ist ein das oder was ist das sozusagen. Das heißt, die Frage ist also, wie haben wir dieses Custom Resource, wir haben diesen One Container, One Port Operator, also dieses Ding, was sozusagen diese Loop betreibt. Und da gibt es ein SDK, das nennt sich Operator SDK, auf jeden Fall auch so eine Cloud-Native-Bude. Also das nutzen mittlerweile sehr, sehr viele. Und das ist quasi ein Go-SDK, um die Operators erstmal zu schreiben. Und das Entscheidende für uns war, Moment, das ist so ein kleiner Nebensatz erstmal, ich muss mal bla bla bla, ja. Hier, so, User Guides, das ist eigentlich das Entscheidende. Also, to learn more about writing an operator in Google, guck hier. Und du kannst übrigens auch Operators in Ansible oder Helm schreiben. Und zwar, hier ist der Ansible oder Helm Operator Guide. So, und das ist eigentlich das für uns Entscheidende. Was wir quasi gemacht haben, ist, wir haben jetzt dafür einen Helm Operator geschrieben. Also, das heißt, das ist sozusagen ein deploytes Ding im Cluster, was sozusagen was im Bauch einen Helm-Chart hat. Ich weiß nicht, ob man das sinnvoll lesen kann, aber das ist quasi der Ordner One Container One Port, ist der gesamte Operator. Dieses Gerüst hier außen drum, das kommt quasi von diesem Operator Framework, das ist aber eigentlich nur ein bisschen Deployment Info, das generieren die alles, also da muss man sich quasi nicht groß drum kümmern. Und das eigentliche Herzstück des Operators ist halt der Helm Chart sozusagen. Ja, und was jetzt, was sozusagen die Art und Weise, dass wir diesen Helm Chart so eingepackt haben, führt jetzt dazu, dass ich sozusagen nur noch einen One-Container, One-Port-Ressource anlegen muss, dann läuft der Cluster selber los, erstellt diese untergeordneten Ressourcen, also wie Ingress und diese ganzen Sachen. Und jetzt kann ich halt auch hingehen und kann halt sagen, und das ist halt schon ziemlich cool, ich kann jetzt den Ingress löschen zum Beispiel, ich kann das Deployment löschen, ich kann quasi auch diese Top-Level-Objekte von Kubernetes löschen und die werden halt auch wieder hergestellt, weil dafür das ist der Job dieses Operators, dafür zu sorgen, dass das halt online ist. Und da müssen wir halt nichts für tun, außer halt diesen Helm-Chart zu betreiben. Und das hat noch, also diesen Operator mit dem Helm-Chart drin zu betreiben. Und das hat noch einen anderen großen Vorteil. Also wir haben halt hin und wieder an diesem Helm-Chart rumgeschrieben. Wir haben halt immer mal ein bisschen was getuned sozusagen über die Zeit. Und wir haben natürlich nicht immer alles deployed, wenn wir was geändert haben an diesem Helm-Chart. Und das hat immer dazu geführt, dass dann eine Anwendung, also dass sozusagen der Helm-Chart sich über die Zeit weiterentwickelt hat. Und wenn wir irgendwann mal 3 Monate später mal wieder eine alte Anwendung deployen wollten mit dem neuen, also weiterentwickelten Helm-Chart, dann hat das irgendwie nie so ganz zusammengepasst. Wir haben also nie mitbekommen, ob wir quasi was Inkonsistentes gerade geändert haben. Und mit der Mittel, das führt halt dazu, dass wenn wir hier was ändern an dem Operator, das wird halt sofort auf den gesamten Cluster applied. Das heißt, ich sehe halt sofort, ob halt irgendwas inkonsistent ist oder nicht, ob halt alles passt noch sozusagen, ob jetzt irgendwie irgendwo ein Fehler kommt und wo drin steht, hey, ein Deployment konnte nicht erstellt werden oder hier gab es einen Config-Fehler oder. Das heißt, damit haben wir eine viel, viel größere, ich sag mal, Betriebssicherheit, würde ich sagen, herstellen können, weil wir einfach sicher sind, dass wir Dinge, die wir früher deployed haben, auch jetzt wieder deployen können, ganz einfach. Ja, und es klingt noch viel kleiner, als es am Ende werden kann. Also wir hatten unter dann der Helm-Chart sehr, sehr lange nicht ausgeführt. Und natürlich bei Projekten, die schon stabiler waren, und da waren dann aber auch schon Redakteure drauf und haben Produktivdaten eingepflegt. Ja, so einmal wirklich ein Fehler, dann beim nächsten Deployment war das Ding weg. Und zwar alles, der Namespace, alles komplett weg. Wir waren in dem Moment sehr froh, dass unsere Datenbank nicht mit Kubernetes läuft. Genau. Und dass wir Backups haben, aber das sorgt natürlich auch für unnötig Stress. Ja. Ja, und
Und was noch interessant ist, also wie gesagt, dieser Helm-Operator ist einer und es gibt auch noch Operators, die man in Ansible schreiben kann. Und das nutzen wir für Interfacing mit der externen Welt. Also wir haben, ich hatte ja schon versucht darzustellen, dass unser Datenbank quasi nicht auf dem, also nicht Teil des Kubernetes-Clusters ist, aber ich möchte sie natürlich eigentlich trotzdem über Kubernetes provisionieren. Ich möchte halt, dass jemand sagen kann, hey, ich brauche bitte eine Datenbank, gib mir mal eine. Ne? Das will ich natürlich trotzdem. Und was jetzt quasi unser Ansible Operator macht, ist, den muss ich halt sagen, hier sind meine Root-Credentials, die muss ich nicht mal dem Endnutzer geben, sondern die liegen quasi in einem geschützten Namespace, wo halt auch nur dieser Operator drauf Zugriff hat und nicht mal der Endnutzer sozusagen. Und dann kann ich halt hingehen, ich kann das nochmal zeigen. Wir haben. Ja, zeig mal die Tüte. Dann zeige ich natürlich nie nichts. Also gut, ich kann die. Das ist kein Problem, oder? Also wir haben bei uns so ein Core-Namespace, wo quasi diese ganze Inneneinrichtung unseres Clusters betrieben ist, da ist unser Backup-Job drin oder das Let's Encrypt zum Beispiel, der Ingress, den wir bei uns selber machen. Das Feedback, der Database Operator. Gut, aber ich wollte zeigen, du wolltest wissen, genau, wo sind die Datenbank-Credentials? Genau, hier sind sie, hier sind die Datenbank-Logins, ja, Values. Viel Spaß. Ja, also genau, aber das sind quasi jetzt. Das war Quatsch, was ich gesagt habe. Das ist das Admin-Passwort quasi. Also das ist jetzt in dem Operator sozusagen das Admin-Passwort. Und was man jetzt quasi machen kann, ist, ich kann einfach sagen, kubectl.getdb. Komm mal. Achso. Bin ich im Page Cluster? Ah ja. Achso. Sebastian Kurfürst, du bist. Database, oder ich glaube, ich habe nur Blip, genau. Minus O, YAML. So, genau, was man quasi sagen muss, ich muss einfach nur sagen, hey, ich möchte eine Datenbank auf dem Server MariaDB2. Das ist alles, was ich an Konfiguration benötige. Wenn jetzt einer unserer Leute sagt, ich brauche bitte eine Datenbank MariaDB, dann musst du diese Zeile letztendlich schreiben. Also der Rest ist wieder auto-generated. Ne? Also das ist nichts, was man selber schreiben muss, sondern man muss quasi wirklich nur sagen, hey, ich kann es nochmal zeigen, im GitLab, was ich sozusagen deployen muss für eine Datenbank. Ich muss halt einfach nur sagen, hey, ja, das ist es, ne? Ich brauche eine Datenbank. So, das ist halt echt ziemlich kompakt. Und was dann dieser Operator im Hintergrund macht, ist, der hat quasi im Bauch eine Ansible-Rolle, die dann sowohl die auf der physischen Datenbank quasi die Datenbank anlegt, als auch eine Config-Mapping Secret im Kubernetes-Cluster wiederum anlegt, wo halt dann diese Credentials für diesen einen User drin sind. Also das ist eigentlich, ich finde das immer noch recht elegant, ehrlich gesagt. Man hat halt hier, was passiert hier, ne? Wir müssen halt erstmal lesen, wo sind unsere Root-Datenbank-Server-Zugangsdaten sozusagen, ne? Wo müssen wir überhaupt hinconnecten sozusagen. Dann müssen wir das Admin-Passwort lesen. Ne? Das lesen wir jetzt hier halt über die Kubernetes-API aus, diesen paar Facts. Dann müssen wir halt hingehen und sagen, hey, gibt es schon ein Secret für diesen User? Wenn nein, müssen wir es anlegen. Ne? Da generieren wir quasi sein Random-Passwort letztendlich in diesem Schritt. Und jetzt wissen wir, hey, wir haben ein Passwort. Jetzt schreiben wir dem User nochmal so eine Config-Map mit dbhost, dbuser, dbname, also was der quasi bei sich in den Names, also was er bei sich in den Pod, ne, wo die Zugangsdaten quasi drin liegen. Und dann sagen wir hier, delegieren wir, je nachdem, ob es eine MySQL oder ein Postgres ist, die eigentliche User-Erstellung quasi an ein Unterprojekt. Und hier sagen wir quasi jetzt, hey, wir möchten bitte eine Datenbank und einen User anlegen mit den entsprechenden Credentials. Ne? Das ist erstmal so das gute Prinzip. Das heißt, diese Resource-Type-Database, der ist auch von euch? Ja. Genau. Ja. Und wie sichert ihr die Verfügbarkeit der außenstehenden Datenbank, wenn ihr das nicht über das Kubernetes-Cluster? Gar nicht momentan. Also halt über normale Ops-Prinzipien, sage ich mal. Ne? Also ich sag mal, wir haben bis jetzt, also die sind auch noch, also wir backupen die halt alle ganz normal, ne? Aber wir haben jetzt nichts, was das jetzt für einen hochverfügbaren Datenbank-Cluster momentan sorgt. Also gegen Galera oder irgendwas. Also könnte man natürlich optional natürlich on top machen, wenn man will. Ne? Ich würde es wahrscheinlich momentan auch eher außerhalb des Clusters betreiben, weil wie gesagt, die Philosophie, die wir halt eigentlich gerade fahren, ist, State-Less-Workloads in den Cluster und State-Full-Workloads, also diese Datenbanken halt eigentlich draußen, damit wir halt wissen, wo die Daten liegen. Ne? Und was wir zum Beispiel auch noch nutzen, wir nutzen halt Host-Path, also Host-Volumes, also quasi man kann, ne, also dieses Thema File-Storage, man kann alle möglichen Kubernetes-Konstrukte, also alle möglichen Konstrukte verwenden für Files, um das zu verfügbar zu machen, aber dann brauchst du halt ein hochverfügbares Datenspeicherung im Hintergrund, sowas wie ein SelfFS beispielsweise oder so, oder halt
Google Cloud haben das natürlich aus der Schachtel. Aber wir haben gesagt, hey, nee, bei uns ist es okay, wenn ein Server down wäre, wäre es auch okay, wenn Dienste mal ausfallen. Ja, also wir nutzen quasi nicht den Hochverfügbarkeitsaspekt von Kubernetes, sondern das hätten wir ja vorher auch, also in der Nicht-Kubernetes-Welt würden wir auch sagen, wenn ein Server down ist, dann sind halt bestimmte Dienste offline. Ne? Das ist für uns gerade ein akzeptabler Trade-off zum jetzigen Zeitpunkt. Wir nutzen Kubernetes halt wirklich als diese zentrale Stelle, wo ich halt alles sehen kann, alles orchestrieren kann, wo ich sozusagen eine Plattform as a Service habe, die auch sinnvoll skaliert. Wir nutzen es momentan noch nicht für irgendwie Hochverfügbarkeit tatsächlich. Das würden wir wahrscheinlich machen, sobald wir mal einen dritten Server haben, wenn wir den brauchen. Dann werden wir darüber anfangen, dass wir quasi auch wahrscheinlich ein Galera-Cluster hochverfügbar betreiben, aber solange wir nur zwei Server haben, geht das ja gar nicht sinnvoll. Also, ja. Und wie sichert ihr die, oder wie würdet ihr jetzt im Fehlerfall sozusagen, habt ihr dann ein Backup von den Files per Snapshot oder? Ja, genau. Also wir haben quasi ein Offsite-Backup, was sozusagen die sind. Also wir wissen ja quasi, wo die Files auf dem Server liegen und genauso wo die Datenbanken liegen. Ne? Und unser Backup-Skript geht quasi halt ganz klassisch sozusagen auf dem Host-System da rein. Nimmt die, komprimiert, also zippt die, verschlüsselt die und schiebt die dann inkrementell dann zu Google Cloud Storage, also verschlüsselt sozusagen zu Google Cloud Storage hoch. Das haben wir auch schon mal verwendet, das funktioniert auch tatsächlich. Genau. Läuft aber wiederum im Container. Genau, also sozusagen der Container ist der das dann macht, weil das kann man gut überwachen, ne? Aber grundsätzlich, wie gesagt, das ist immer eine Frage der Trade-offs. Ne? Also wir haben zum Beispiel in dem Cluster lange so keinerlei Netzwerk-Policies betrieben. Also das heißt, man konnte von jedem Port auf jeden anderen zugreifen beispielsweise. Und das haben wir jetzt erst vor kurzem eingeführt, dass man sozusagen noch Netzwerk-Firewall-Regeln sozusagen konfiguriert im Cluster. Wer darf was sehen, wer darf auf was zugreifen? Unter der Maßgabe, dass wir perspektivisch halt auch mehr produktiv, nähere Workloads da drauf lassen wollen oder auch produktivere und größere Kunden potenziell da drauf lassen wollen. Und genau, also dieser Operator, das ist eigentlich tatsächlich dieser Operator und dieses Operator Framework ist tatsächlich echt was sehr, sehr Cooles, kann ich sehr wärmstens empfehlen, vor allem mit diesen kleinen Ansible und Helm Tricks sozusagen, weil das halt dazu führt, dass es aus Endnutzersicht halt ein ganz normales Kubernetes Ding ist sozusagen und das ist nur sehr, sehr wenig Aufwand, ein neues Konstrukt sozusagen dazu zu bauen. Wir haben mal eine zentrale Stelle, um das zu verwalten und das funktioniert echt gut. Das ist noch nicht Open Source, aber ich glaube, also wir müssen mal die Tage, werden wir mal gucken, ob da irgendwelche Credentials drinstehen. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. In dem ganzen Repo, würde ich sagen, steht nichts Privates drin. Genau. Also das werden wir dann mal gucken, aber wir würden das eigentlich ganz gerne mal auf GitHub stellen, dieses ganze Paket quasi, da sind auch noch Readmes dabei, wie installieren wir den Server, warum und wieso. Also ich bin jetzt nicht auf jedes Detail eingegangen, aber ich sag mal, das ist eigentlich nichts Geheimes. Also im Hintergrund meiner Frage ist, nicht überzuleiten, vielleicht schon das nächste Thema mit diesen Learnings, was du gesagt hast am Anfang. Wir machen halt auch aktuell viel über GitLab und viel so Programmierung von Servern über Ansible. Und wir haben uns auch schon Rancher angeguckt und was uns da so ein bisschen der Pain ist, also diese ganzen Files, die du anlegen musst, diese 300 YAML-Files, die du anlegen musst bei einem Helmchart. Das ist ja, wenn du sonst aus der Ansible-Welt kommst und sagst, komm, ich bleibe in meinem Container oder mein Double Compose dort hinten und Attacke. Ja. Das ist halt Pain einfach. Deswegen ist das super geil, wenn du das halt auch so clusterst, um halt einfach die Zone da. Genau, ne? Und das ist eigentlich nur das Spannende, ne? Dass man halt, also ich finde das Wichtige an Kubernetes ist eigentlich, dass sozusagen Kubernetes sozusagen so eine. Also die haben sozusagen die Atome gefunden, nämlich hier, ne, die man braucht, um einen verfügbaren Dienst anzubinden sozusagen. Ne? Und als ich da reingekommen bin, dann habe ich gedacht, ja, das ist ein Ingress, warum ist denn das so anders als ein Service und diese ganzen Dinge. Ne? Aber jetzt mit ein bisschen Abstand würde ich sagen, ja, das sind wirklich diese anderen Concerns, das sind andere Aspekte von der Anwendung. Ne? Und es hat einen Grund, dass bei Kubernetes es sozusagen keine Standardressource Anwendung gibt, weil halt eine Anwendung immer was anderes ist. Ne? Aber deshalb können wir halt als Sensor beispielsweise definieren, für uns ist halt One Container, One Port ist. Und damit betreiben wir 90% unseres Clusters. Also ein Großteil unserer eigenen Anwendung ist genau das. Und manchmal noch ein bisschen erweitert, dass man nochmal einen Ingress dazu baut oder für ein paar Spezialfälle. Ne? Aber wir haben tatsächlich 90%, das damit betrieben wird. Ist auch nicht ganz immer nur One Container. Also wir haben zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, hey, ich brauche ein Redis dazu, ne? Ein Stateless Redis. Und dann ist es halt noch ein zweiter Service und ein zweiter Pod, der dann automatisch daneben entsteht sozusagen. Das kann man sich halt so einrichten, wie man es halt gerne mag und wie man es halt braucht sozusagen. Ne? Und das ist eigentlich das Schöne dran. Genau. Und das vielleicht nochmal zu dem, wie betreiben wir es. Also damit haben wir echt gute Erfahrungen gemacht, halt diese Custom Operators zu verwenden.
Und das nutzen wir mittlerweile auch seit über einem Jahr. So, ja, dann würde ich jetzt nochmal, wenn ihr mögt, nochmal ein paar Learnings sozusagen zusammenfassen. Und dann würde ich sagen, können wir ein bisschen im losen Gespräch noch den Abend ausklingen lassen, wenn ihr noch mögt. Dann würde ich sagen, dann. Genau, also das eine, wie gesagt, das Thema Security, das ist schon ganz schön hart. Also wie gesagt, dieses Thema, ich hatte es vorhin schon gesagt, dieses Helm-2-Thema und auch dieses Kube-Dashboard, was halt in diesen Standard-Mini-Kubernetes-Beispielen halt immer das Erste ist, was deployed wird. Das ist halt ziemlich fies, weil es halt quasi Root-Zugriff auf den Cluster ermöglicht, was wir erst sehr spät mitbekommen haben, also nach monatelangem Betrieb sozusagen. Also wir hatten das Glück, dass wir keine Endnutzer drauf gelassen haben, die jetzt nicht bei Sensum gearbeitet haben, insofern was jetzt kennen. Es ist nicht per se unsicherer als vorher, aber es war trotzdem sehr unschön, das erst so spät zu erfahren. Da wäre jetzt dieser Kurs praktisch, weil genau das wird nämlich da noch erwähnt. Also war halt ein Beispiel halt des Dashboards und ist halt offen und da wird das auch mit roter Warnung und alles. Genau. Deswegen finde ich das immer ganz auf jeden Fall, das ist total wertvoll, solche Learnings. Ja, es gibt, sollte da trotzdem aufpassen. Ja, total. Und also jeder, der Container starten kann, hat viele Möglichkeiten. Genau. Ne? Dann halt, wie gesagt, ich hatte es schon gesagt, wir nutzen es quasi für Stateless Workloads und Filesystem wird einfach vom Host bei uns reingemountet, ganz simpel. Und Datenbank ist halt extern, da haben wir jetzt schon drüber geredet. Ich würde es momentan noch nicht für produktive Stateful Workloads einsetzen, also wo ich wirklich sagen will, hey, das muss ich hier behalten. Ne? Also Redis im Cluster betreiben und Elasticsearch im Cluster betreiben, überhaupt kein Problem, würde ich sagen. Aber halt Zeug, wo ich sage, das sind meine Masterdaten, bin ich auch konservativ, da will ich jetzt wo die liegen. Also ganz simpel gesagt. Ne? Ich glaube, das ist auch wertvoll, diese Art von traditionellen Operations-Blick sozusagen auf die Welt. Dann. Weil natürlich die Variante mit dem Container, der ist nach außen, ein Backup, könntest du ja so machen, wenn es im Cluster ist. Man kann es schon machen, genau, absolut. Ne? Es ist einfach eine Frage, glaube ich, wie wohl man sich mit Wasser fühlt. Ne? Also ich meine, ich will das auch nicht per se schlecht machen, ich glaube, das kann man durchaus so betreiben. Ne? Das ist ein absolut legitimer Weg. Wie gesagt, ich fühle mich halt persönlich wohler mit der Variante, ich installiere meistens per APT und dann weiß ich, wann ich es update und dann habe ich es in der Hand und dann ist es halt viel, viel weniger beweglich und ne, ist für meinen Use Case oder für unsere Use Case jetzt gleich. Aber Performance sozusagen war da kein ausschlaggebender Punkt? Nee, weil du eigentlich nie groß merkst, ob du in einem Docker-Container was deployst oder außen, das ist der Unterschied, das ist quasi nicht vorhanden, sage ich mal. Nee, ich meine, es ist auch mehr oder MySQL sozusagen parallel für jede Anwendung. Also RAM-Druck war das Thema. Ne? Also wir wollten halt nur einen MySQL-Server haben, weil halt der RAM-Druck, wenn du halt 10 MySQL auf einer Kiste betreibst, dann werden halt auch 30 GB relativ, an RAM relativ schnell weg sein sozusagen. Ne? Das war sozusagen die Überlegung. Genau. Dann wie gesagt, das Operator-Pattern, das hatte ich schon gesagt, das ist für mich echt das große Learning, was ist auch noch, also was ich so sagen, so Enterprises machen, ne, die sagen halt, ja, ich habe hier meinen Elasticsearch Operator, aber da fließen halt Mannjahre Entwicklungszeit rein, sage ich mal. Ne, aber dass man das halt doch eigentlich auch als kleine Firma ziemlich einfach verwenden kann, das sind wir eigentlich wirklich durch Zufall reingestolpert und da bin ich echt dankbar für aus heutiger Sicht. Vielleicht noch eine Sache, so ein bisschen aus der Docker-Welt. Wir haben früher ganz viel mit so fertigen Base-Images gemacht, also im Sinne von, dass wir so Standard-PHP-Base-Images hatten beispielsweise, ne, so, wo alles aus der Schachtel gefallen ist. Das haben wir mittlerweile nicht mehr. Wir haben es tatsächlich jetzt so, dass, ich hoffe, das ist so ein Beispiel, genau, also dass wir in jedem Projekt sozusagen immer von einem Standard Image aus dem Core sozusagen starten und dann halt auch wirklich alles installieren, was wir brauchen, dass wir halt nicht so viele Layer haben, die man irgendwie koordinieren muss oder ne, die man irgendwie wissen muss. Also das ist auch was eher Subjektives. Also dieses Image ist quasi in jeder Neos-Flow-Instanz eigentlich gleich sozusagen, ne, aber man hat halt eine Chance, da mal reinzugreifen, wenn man irgendwie updaten muss. Also weil wir hatten häufig Probleme, dass wir erst ein Base-Image geändert haben und dann konntest du den Container nicht mehr richtig bauen oder hatten immer was irgendwie nicht mehr richtig dazueinander gepasst. Ne? Deshalb ist unser Stand eigentlich, dass wir, wenn wir von einem Base-Image starten, dann ist das was sehr, sehr stabil sein muss sozusagen. Und deshalb ist die Chance, also ist es eher besser, das als Startpunkt zu nehmen und dann halt wirklich sozusagen auch anwendungsspezifisch unter Umständen das sozusagen einzeln abzudaten. Genau, und vielleicht noch eine letzte Sache, was wir verwenden, da kann man auch geteilter Meinung sein, also wenn man jetzt Kubernetes, die Advokaten dieses ganzen Systems, die sagen halt, ja, Docker-Images sind immutable, also sprich, du musst immer einen neuen Tag für jedes
für jeden Release bauen beispielsweise. Ne? Und das machen wir zum Beispiel gar nicht. Also wir haben immer nur pro Projekt einen Tag, der heißt Master oder Latest. Wir pullen, also wir haben immer diese Image-Pull-Policy always, also man kann ja sagen, bitte pullen wir das Image immer. Und, das ist ganz wichtig, wir haben in unserem One-Container, One-Port, gibt es quasi einen Parameter, muss ich gerade mal gucken, im GitHub, in der Deployment-Pipeline, den wir quasi bei jedem Release hochzählen und damit erzwingen wir quasi ein Redeploy. Also das ist sozusagen, ne, man, alles andere spammt einem halt Docker-Register sehr schnell, sehr stark zu, wenn ich jetzt halt hier alle, also die kann man auch aufräumen und das geht auch automatisiert, ne, aber das ist einfach was wir momentan nicht machen. Genau. Also das, wir haben quasi in diesem One-Container One-Port gibt es so einen Release-Identifier und der wird dann halt per kubectl-patch quasi auf die Job-ID hochgesetzt. Und das führt dann letztendlich zu einem Redeployment, weil wir halt die Annotation von dem Pod halt einfach im Deployment ändern. Also, ja, dann wird da überholt. Genau, und unsere Philosophie ist halt eher, wenn was schief geht, dann machst du im CI ein Switchback und lässt es halt mal bauen und das geht schnell sozusagen. Ne? Wir haben jetzt nicht so den Use Case, zumindest nicht bei unserem Cluster, dass wir sozusagen auf ein fertig gebautes vorheriges Image zurückswitchen wollen. Wie gesagt, wenn ich jetzt ganz super kritische Produktivanwendungen hätte, würde ich es wahrscheinlich anders machen, dann würde ich wahrscheinlich schon pro Tag oder pro Git Commit was bauen. Ne? Also ich will bloß das mal als Beispiel zeigen, dass man, finde ich, auch mit Kubernetes oder mit Docker da durchaus auch pragmatisch vorgehen kann, dass das, finde ich, völlig legitim ist, dass man halt nicht immer dieses beide Books, ein Container auf nur einen Ding enthalten und keine Ahnung. Ne? Ansonsten sind wir eigentlich Fans von relativ fetten Containern. Also im Sinne von, also klar, ne, jetzt in Flow-Anwendungen sind halt PHP und MySQL, PHP und Nginx drin, halt diese Standardkombination, die man halt üblicherweise hat. Ne? Und wir haben auch Container, wo halt eine JVM und eine Elasticsearch auf einen Schlag drin liegen, wenn das halt eine gebündelte Anwendung ist. Also was wir unsere Anwendungen bestehen aus einer Handvoll von Containern, aber maximal sind sie nicht aus vielen 10, 20, 100. Das passiert eigentlich nie, weil man damit halt Komplexität auch nicht wirklich verringert, sondern eher verschiebt oder versteckt. Die wandert dann halt in die ganze Orchestrierung und in dieses, wie kommunizieren Container miteinander. Und das muss man sich halt bewusst sein, dass das irgendwann keiner mehr überlegt, wenn es nicht super geil dokumentiert ist. Genau. Und nach einer Woche stehst du da, was haben wir da gemacht? Genau. Ach, eine Scheiße. Genau. Ja, und ich sag mal, wir sind halt nicht, wir sind kein Google und wir sind auch kein Amazon oder Spotify. Wir haben Projekte, die sind zwar groß, aber die sind trotzdem noch in der Regel als ein Artefakt-Deployer in den meisten Fällen, muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, das trifft auch auf wahrscheinlich viele Publikums, wahrscheinlich nicht alle, aber schon in auf jeden Fall viele. Und genau, und, das ist zumindest unser Art, wie wir es in den meisten Fällen halt machen. So, Fragen, Wünsche, Anmerkungen? Habt ihr irgendwie so die Top 3 der Dinge, die ihr jetzt anders machen würdet? Ja, also jetzt nicht mit dem jetzigen Cluster, weil da haben wir eigentlich, glaube ich, also wir haben halt viel gelernt von dem ersten Cluster zum zweiten. Ne? Also, das ist ja gerade neu. Das ist ja gerade neu im Prinzip. Naja, gut, den gibt es ja auch schon wieder ein Jahr. Ne? Gut, aber es ist. Also, eine Sache, die im alten Cluster am Ende richtig amok gelaufen ist, aber haben wir uns auch nicht mehr gekümmert. Wir hatten die Backups waren vorher auf Deployment-Ebene, glaube ich. Das heißt, jedes Deployment hatte einen eigenen Backup-Job und den hatte man dazu oder abschalten. Und es hat zwei große Probleme ausgelöst. Erstens, irgendwann hat das Backup-System geklemmt. Dann haben ganz, ganz viele Backup-Jobs versucht, ihre Backups nachzuholen. Und das hat unsere Google-Rechnung, der ist es vor allem aufgefallen wegen der Google-Rechnung. Genau, ja, 300 Euro Rechnung, aber es ist 3 Euro hatten. Und dann ja, so zwei Größe Ordnungen mehr. Das war dann doch, und dann kam dann aus der Buchhaltung gefragt, muss das so sein? Und wir so, nee. Und das war ein Anlass, den Backup-Job quasi Cluster zu machen. Genau. Und es reduziert natürlich. Genau. Und also grundsätzlich versuchen wir halt Komplexität zu zentralisieren und zu reduzieren. Das ist eigentlich, würde ich sagen, so die Grundidee. Ne? Also das ist hinter diesem Operator-Prinzip, das ist hinter dieser Art, wie wir Backups halt global machen. Ne? Dass wir halt eher sozusagen zentral an einer Stelle Backup für alles machen beispielsweise. Und dann halt entweder geht der halt gut oder er geht schief, aber wir haben eine Stelle, wo wir gucken können, um zu wissen, ob das halt funktioniert. Also pro Server muss man sagen, ja, aber dann haben wir halt bei zwei Servern zwei Stellen, wo wir gucken müssen sozusagen, die wir überwachen müssen. Das ist halt viel leichter als auf der kleinen Ebene. Ich hätte noch ein Learning, das war beim Clusterwechsel ganz deutlich. Wir sind ja inzwischen relativ viele bei Sense, also
viele mehr als vor 5 Jahren. Und die sind unterschiedlich involviert ins gebildete System und auch unterschiedlich interessiert daran. Das ist ja völlig klar. Und die haben natürlich am Anfang auch geflucht und geguckt, so was brauche ich jetzt alles, damit ich auf Port 80 irgendwas zu laufen kriege. Und dieser Operator, der quasi diese vielen Configs aus einem erstellt, hat für eine viel, viel größere Akzeptanz gesorgt im Vergleich zu dem Helm-Chart, was es vorher gab. Obwohl das eigentlich das selber gemacht hat. Ne? Aus meiner Sicht ist es im Prinzip das Gleiche, aber es fühlt sich offensichtlich an. Ja, aber ich muss mich nicht mehr damit beschäftigen, was im Hintergrund passiert. Das war mir halt wichtig. Ich habe irgendwann mal bei uns den Passwortmanager abgelöst, auf Bitwarden umgestellt. Das ist eine Rust-Anwendung und da habe ich halt einen Docker-File geschrieben und konnte das, ne, am Ende wird da auch über einen Port ausgeliefert. Ja. Und der braucht halt das gleiche Config-File wie für die NEOS-Anwendung und das habe ich halt hinbekommen mit ein bisschen Hilfe, aber das hätte ich früher halt nie hinbekommen. Ja. Mich interessiert halt dieses low-levelige, technisch, was da auch alles passiert, interessiert mich halt mich persönlich halt überhaupt nicht. Ich will halt in der Lage sein, ein Projekt deployen zu können. Genau. Und also was wir auch gemacht haben, wir haben halt relativ viel Guides auch geschrieben in letzter Zeit, sozusagen diese Standard-Use-Cases halt abdecken, die bei uns im Intranet sind, damit die Leute halt einfach jetzt, ne, also so ein bisschen Basics kriegen, was passiert, was sind das, sind Basics. Genau, was vielleicht noch ein Punkt ist, wir haben noch ein paar Tools, jetzt so ein Kubernetes-Tools, böse Zungen behaupten, es heißt Sebastian Kurfürst, SKU, aber das war wirklich nicht so. Es ist mir nie aufgefallen, dass es jemand mal gesagt hat. Jetzt war ich gleich als Erster. Aber das kann man quasi nutzen. Also wir nutzen das so ein bisschen, also das sind im Prinzip Shorthands für lange Kubernetes-Befehle, also sowas wie Kontext, also zwischen verschiedenen Clustern wechseln, verschiedene Namespaces wechseln, in einen Container reingehen, Logs angucken, was halt manchmal solche langen Kubernetes, also kubectl-Zeilen sind, wo du vorher den Pod raussuchen musst und solchen ganzen Kram. Und das ist halt, da haben wir so ein paar Hilfstools sozusagen, die uns irgendwie, die sind auch wie gesagt auf GitHub Open Source, kann man per Hobo installieren. Kann man machen oder man lässt es. Finde ich halt zum Beispiel auch cool an Rancher, dass ich in der UI einfach eine Shell öffnen kann, dann muss ich mich damit zum Beispiel auch nicht beschäftigen, sondern ich kann dann bei NEOS zum Beispiel gucken, ob die Ressourcen gepublished wurden oder ob der im Production-Kontext läuft. Also was wir nicht verwenden, um es mal klar zu sagen, ist diese GitLab-Metrics, die da so im Hintergrund teilweise sind, weil die aus meiner Sicht nicht so richtig vollständig ausgereift sind in vielen Bereichen, da habe ich so den Eindruck. Also die haben wir uns auch angeguckt, also die Frage war hinterher ja, nein sozusagen. Ja, und, aber dieses Thema Auto-DevOps, das ist natürlich schön, wenn man es anschalten kann und es geht out of the box, aber ich will es halt schon ein bisschen besser beherrschen und wir haben das Gefühl, dass diese Apps, die quasi auch über GitLab teilweise konfiguriert sind, das ist halt sehr prototypisch. Also wenn du irgendwas über GitLab konfigurierst, was ja theoretisch geht, dann weiß ich nicht mehr so richtig, was da passiert. Wir nutzen in GitLab tatsächlich eigentlich nur wirklich als zum Deployen sozusagen und normale Pipelines halt, ne, zum Bauen der Images und zum Deployen als Docker Registry, aber sonst eigentlich nichts. Ne? Und genauso Rancher hat er auch zum Beispiel die Möglichkeit, hier gibt es auch irgendeinen Menüpunkt, Pipeline, glaube ich, das deployt dann irgendwie normal, magischerweise eine Jenkins-Instanz in den Rancher-Server rein. Klingt auch, ich glaube, es ist genauso gruselig, wie es klingt, ich will das auch nie, ja, also so, ne? Das ist halt also genauso die Extreme, wo man sich, glaube ich, ein bisschen von den experimentellen Sachen fernhalten sollte oder was wir versuchen. Damit kommen wir echt ganz gut. Genau, mit denen, die du das erstmal managst. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hätte noch 2-3 Infos zum Nachgang. Jetzt habt ihr jetzt kommt noch der Teil der Werbeveranstaltung. Nee, Spaß, ich würde noch kurz was zu NEOS sagen. Weil es eine gute Gelegenheit ist, hier so viele Leute von PHP-Wissen da sitzen zu haben und wir wieder eine NEOS-Konferenz hier in Dresden haben. Und es wird auch das letzte Mal sein, dass die erstmal wieder in Dresden ist, weil wir sie alle 2 Jahre auch örtlich verlegen. Also das heißt, die wird war letztes Jahr in Dresden und wird dieses Jahr nochmal in Dresden sein, im Schlachthof im Juni. Genau. NEOS ist ein Content-Management-System. In PHP geschrieben, React als Oberfläche sieht so aus, man kann in der Mitte die Webseite direkt inline editieren, wie sie ist, und außenrum hat man quasi alle möglichen, so eine Art Seitenbaum, Dinge, um was zu editieren. Nutzerfreundlichkeit ist sehr, sehr wichtig als Community und als Projekt. Wir versuchen, ich sag mal, sehr
viel auch in der Community weiterzulernen. Also wir haben, ich habe jetzt vor einem halben Jahr, wir haben einen Event-Sourcing-Vortrag auch hier auf dem RP-User-Group gehalten. Beispielsweise, das wird jetzt hoffentlich im Sommer eine Beta-Version dafür geben, die da released wird. Also wir sind da an sehr vielen Stellen auch am Forschen und auf der anderen Seite aber auch dabei, eine wirklich eine sehr stabile und update-fähige Lösung, die da am Start ist. Wir sind mittlerweile Version 5. Genau, die Neos-Konferenz ist einfach eine ganz coole Veranstaltung. Wir haben jetzt hier so schöne Videos für dieses Jahr, für letztes Jahr gehabt. Jetzt ist die Konferenz im Juni, auch wieder im Schlachthof. Ungefähr 200 bis 250 Leute. Und das Video wird so online, wie wir rauskommen. Genau, wir haben dieses Jahr, und das ist ziemlich cool, das hat letztes Jahr echt gut funktioniert, wir haben 60%, das sind zwei Tracks quasi parallel, 60% sind Neos-Vorträge, 40% sind Nicht-Neos-Vorträge, da geht es quasi um technisch hoch, also sehr gute Vorträge, die wir suchen, zum Thema PHP, zum Thema Architektur, zum Thema JavaScript. Werden wir, also wird dieses Jahr wieder so sein. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen ein Schedule veröffentlichen, wo auch die Speaker, die ganzen externen Speaker jetzt drauf sein werden. Genau, wird auch eine coole Party. Social Event ist immer Hammer. Genau. Und ja, genau, also das wäre wie gesagt im Juni dieses Jahr im Schlachthof. Wer da noch Infos wissen will, einfach mal Bescheid sagen. Könnt ihr euch auch gerne nochmal angucken. Wir haben so schicke Drohnenvideos und genau, das war jetzt das Video von also die zwei Videos haben bis jetzt. Das ist nicht ganz so Effektgehascherei, aber. Genau, die war 2017 und 18 in Hamburg. Wie gesagt, ich denke, also ich meine, du kannst es vielleicht auch noch sagen, ihr wart ja auch mit dabei als Nicht-Neos-Leute. Ja. Erstens ist es wieder cool, die Leute halt zu sehen, die man so von Konferenzen her halt auch kennt. Also man kommt wieder ins Gespräch, man kann sich vernetzen. Die Themen, wie gesagt, das spielt keine Rolle, ob ihr da irgendwie was zu tun habt oder nicht. Also wir sind halt auch in den Vorträgen drin und das ist echt cool. Also ich kenne viele Konferenzen, große, kleine und das ist für die Location Dresden auf jeden Fall ein Gewinn und kann es euch auch nur empfehlen, einfach hinzugehen. Genau, und wie gesagt, werden auch einige, also dieses Jahr werden sehr viele von anderen Content-Management-Systemen dabei sein. Also werden auf jeden Fall auch Typo 3 und Contao und also auch Kernentwickler jeweils dabei sein, zum Beispiel Drupal auch vertreten. Und ja, also wir versuchen halt viel in diesem Bereich Vernetzung auch zu tun, weil uns das wichtig ist, weil wir denken, dass wir als Community, als Open-Source-Community irgendwie insgesamt da voneinander lernen und voneinander profitieren können. Und eigentlich nicht hier wir versus die oder irgendwas spielen müssen, das ist eigentlich gar nicht notwendig, sondern im Gegenteil, wir können eigentlich echt alle voneinander viel lernen. Ja, und wie gesagt, wir freuen uns über jegliches Feedback und sorry nochmal für diese kurze Werbeunterbrechung. Genau, wer da noch Details haben will, neos.con.io ist die Webseite und wie gesagt, 19. 20. Juni im Schlachthof. Wir veröffentlichen den nächsten Tag den Schedule noch auf der Webseite. Sprint wieder danach? Genau, danach gibt es noch einen Sprint. Also quasi, wer dann noch mal ein bisschen nörgeln möchte mit dem Kernteam und anderen Leuten, ist da auch herzlich eingeladen. Und am Tag vor der Konferenz, an dem 18. Juni, gibt es quasi einen Neos-Workshop von 0 auf 100, der dann auch für Konferenzzeit immer kostenlos ist. Also kann man quasi, wenn man mal Neos reinschnuppern will, ist das eine sehr, sehr gute Gelegenheit, quasi von Kernentwicklern mal einen Tag lang up to speed gebracht zu werden. Das ist auch sehr gut angekommen letztes Jahr. Genau. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören.